Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Und ja, heute ein bisschen ja, mit einem mehr oder weniger Neustart. Oder einer, ja, zweite Staffel kann man es auch nicht richtig nennen, weil wir sind ja mittendrin. Aber wie ihr sehen könnt, eine neue Spielerin und ein alter Bekannter dabei. Und wir fangen direkt mal mit der neuen Gesicht an. Das kennt ihr bestimmt noch gar nicht hier auf diesem Kanal. Das ist nämlich Mondschatten oder auch Mondi genannt. Die spielt heute Scarlett. Hallöchen! Genau, und ist eine neue Ergänzung für die Runde. Das hat damit zu tun, dass wir 2 Spielerinnen und Spieler leider verloren haben. Da haben wir vor 2 Wochen war es, glaube ich, eine große Gruppensession gehabt und da gab es ja, einige Aussprachen, weil ja mehr oder weniger ein paar Problemchen aufgetaucht waren und dann hat sich ergeben, dass der Araiguma leider in seinem Real Life so eingespannt ist, dass er nicht mehr Zeit hat, regelmäßig hier teilzunehmen. Habt ihr ja vielleicht gemerkt, auch schon in den letzten Folgen weniger dabei gewesen. Und deswegen brauchten wir einen Ersatz für den guten Araiguma. Genau. Soll nicht heißen, dass Aisea ganz aus der Welt verschwindet. Dafür ist er uns allen zu sehr ans Herz gewachsen. Aber er wandert quasi über den Tisch hin zum Spielleiter. Mal schauen, ob ich das genauso gut hinbekomme wie der Araiguma. Ja, und auch Lilio hat uns verlassen. Da spielten ein paar andere Problemchen mit einer Rolle. Wir haben uns im Guten getrennt. Wir haben gesagt, irgendwie, ja, wir spielen eigentlich ganz gerne zusammen. Aber irgendwie diese Runde ist jetzt nicht so das, was uns jetzt zusammenschweißt. Und auch hier hat man ja in den letzten Monaten auch schon gemerkt, sie war immer weniger dabei. Und ja, deswegen auch hier ein Ersatz, den wir suchen mussten. Und ja, deswegen ist Mondi neu dabei und bringt heute einen neuen Charakter mit dazu. Und ja, da wird schon geschrieben, oh, mein Lieblingsspieler ist weg. Ja, das ist ja auch traurig für uns alle. Aber was will man machen, ne? Wenn man keine Zeit mehr für das Hobby hat, dann kann man es nicht erzwingen. Ja? Ihr könnt natürlich alle dem Araiguma nochmal ganz nette Worte schreiben oder der Lilio, die freuen sich bestimmt, wenn sie von euch hören. Wie gesagt, alles im Guten auseinandergegangen, kein Streit oder so, einfach ein paar Problemchen, die mir so aus der Welt geschafft haben auf unterschiedlichen Ebenen. Genau. So, und also Mondi haben wir als Ersatz schon und dann habe ich gesagt, wir haben einfach auch einen Ersatzspieler, der jetzt die letzten Wochen, Monate so oft schon dabei war, der gehört ja quasi schon mit zum Stamm. Das ist der gute Rerion, der spielt Ronan. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wo ich den überhaupt hier, da. Bist du sehen? Darfst doch gern was sagen. Oder ist Ronan stumm heute? Nee, der hat nur verpeilt, sich zu entmuten. Ah. Hey. Alles klar. Ja, genau. Der Ronan rückt quasi in die Stammmannschaft auf und ja, von dem habt ihr ja in den letzten Wochen und Monaten auch schon ganz viel mitbekommen und ja. Das ist sicherlich ein gutes Aufrutschen. Im Ersatzspieler-Slot bleibt weiterhin die Feder als Jelly uns erhalten und einmal aufrücken, was heißt aufrücken? Eigentlich ist es ein Downgrade, weil der Pölle ja quasi mein zweiter Spielleiter war. Der wird degradiert zum Spieler und dann nochmal weiter degradiert zum Ersatzspieler. Und ja, falls mir irgendjemand ausfallen sollte, können wir auch auf den Pölle als Malcolm demnächst irgendwie öfters mal zurückgreifen. Wenn es denn benötigt wird. So, damit haben wir wieder eine volle 6er-Zahl, die hoffentlich dann die nächsten Wochen und Monate uns ein flüssiges Spiel ermöglicht. Genau. Ja, hier wird schon ganz viel Liebe für Mondi dagelassen im Chat. Ja, genau. Herzlich willkommen. Mal gucken, ob du das nicht irgendwann bereust, dass du mit uns spielst. Ja, und Ja, genau. Wir haben heute aber auch noch zwei alte Bekannte mit dabei. Wir haben nämlich auch noch den Caco, der spielt wie gehabt und ganz stoisch immer noch den Bruce. Das bleibt auch so. Einen wunderschönen guten Abend. Jawohl. Und last but not least haben wir auch Feramin immer noch dabei. Die ist immer noch Samantha. Hallo. Genau. Mondi, lauf, solange du noch weglaufen kannst, wird hier geschrieben. Nein, wir haben sie jetzt schon angekettet. Sie kann schon gar nicht mehr laufen. Ja, genau, das wollte ich vorneweg sagen. Dann habe ich eine kleine Ankündigung noch. Irgendwie, vielleicht habt ihr das heute schon gesehen, wenn meine Sachen ein bisschen verfolgt. Heute gab es auf Patreon eine für das ziemlich hohe Tier 4, also für die eine Person, die mich da sehr stark unterstützt, gab es eine neue, endlich mal Content. Also falls euch interessiert, wie die Stadt ohne Namen aussieht, es gibt nun eine Karte von der Stadt ohne Namen, aber die habe ich hinter einer Paywall versteckt, weil ich einfach ein gieriger alter Mann bin. Also falls euch das interessiert, wie die Stadt ohne Namen aussieht und wo da was ist, dann müsst ihr mir Geld bezahlen. Ja, und außerdem, gleich wenn der Stream vorbei ist oder in den letzten Zügen liegt, wird auch für den Geschichtentier, also für den Tier 3, etwas Neues rauskommen. Aber da lasst euch am besten überraschen. Das könnte was mit der heutigen Folge zu tun haben. Genau, ja. Und das genug der Werbung. Wir haben noch einen kleinen Disclaimer vorneweg. Wir spielen hier in der World of Darkness und wir spielen Vampire the Masquerade. Das heißt, wir vom Prinzip aus her immer schon ein Spiel, was sich mit den dunklen Seiten des Lebens und dieser Fantasie-Realität beschäftigt. Das heißt, es könnte zu gruseligen Horrorszenarien kommen, die vielleicht den einen oder anderen ein bisschen triezen oder triggern, falls das der Fall sein sollte. Schaltet bitte ab, handelt eigenverantwortlich und quält euch nicht durch irgendeine Session durch. Wir möchten nicht dafür verantwortlich sein, dass ihr euch irgendwie unwohl fühlt, wenn ihr das Ganze hier guckt. Genau. Und die zweite Sache, immer noch ganz wichtig, wir spielen ein Rollenspiel, das heißt, das, was wir hier tun, das machen unsere Charaktere und nicht wir selber und auch die Meinung der Charaktere und nicht die von uns selber. Wir spielen quasi wie im Fernsehen die großen Schauspieler Rollen, ja. Ja, bitte auseinanderhalten. Ich glaube, der Rerion ist in Wirklichkeit gar kein Raucher, zum Beispiel. Don't smoke. Nicht wahr, Rerion? Genau, das ist schädlich und ganz, ganz schlimm. Und ich habe gehört, der Bruce hat auch gar keine Katze. Leider, ja. Siehst du, also ist alles nur eine Rolle hier. Ja. Gut. So, das waren die Disclaimer vorneweg. Wir starten heute mal ein bisschen ohne Recap, weil wir machen ein kleines Recap. Einfach weil Mondi heute neu da ist. Vielleicht hat sie das ganze letzte Jahr nicht mitbekommen, was ich nicht glaube, aber wir machen trotzdem ein kleines Recap, weil ich habe glaube, der Oberwarboss ist glaube ich auch da und der hängt in Folge 5 noch. Da hat er jede Menge verpasst. Ich versuche nicht zu viel zu spoilern, Oberwarboss. Aber damit du ein bisschen irgendwie gut reinkommen kannst, wir befinden uns immer noch in der Stadt ohne Namen, einer mysteriösen Stadt in Texas, an der Grenze zu Mexiko, die den Eigenart, ich mache kurz den Ton aus, nee, brauchst nicht, die Eigenart hat, dass Vampire sie nicht verlassen können. Und es geht hoch her und drunter in der Stadt und die Vampire, die in der Stadt leben, die unsere Spielerinnen und Spieler sind, haben mehr oder weniger alle ihr Standing in der Stadt gefestigt und versuchen nun auf einem ganz anderen Level die Geschicke der Stadt zu lenken und vielleicht aus der Stadt zu entkommen oder andere Dinge zu tun. Und in der letzten Folge gab es ein Dungeon Crawl mit Bruce und Samantha, die sich in die Kanalisation begeben haben, um Dinge zu suchen. Ich weiß gar nicht genau, was ihr suchen wolltet, aber ihr habt auf jeden Fall etwas Außergewöhnliches gefunden, nämlich eine alte Postkutsche, die in der Kanalisation unten, wie auch immer die da hinkommt, versteckt war. Und da war ein Buch was ihr gefunden habt, was dem alten, verschwundenen Prinzen Edo gehört. Und in dem ihr einige interessante Dinge nachlesen konntet. Wisst ihr noch welche? Er hat dafür gesorgt, dass vorübergehend zumindest keine Ventrue mehr in der Stadt waren, weil er sie als die Wurzel allen des Übels identifiziert hat. Nur irgendwie haben sie es wieder geschafft, in die Stadt zu kommen. Ja. Also das ganze Buch traf davon, also man konnte es lesen, es trieft in blutigen Striemen aus dem Buch heraus der Hass dieses Prinzen gegen Ventrues. Und ja. Wobei ich sagen muss, es wurde auf Niederländisch geschrieben und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man das jetzt laut vorlesen würde, dass sich das tatsächlich sehr böse anhören würde in dem Fall. Ja. Ja. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Ich wohne hier direkt an der niederländischen Grenze. Nachher kommt... Ja, egal. Gut. Jetzt mache ich mich unbeliebt. Ja. Und genau, das war die große Entdeckung. Und außerdem haben Bruce und Samantha darüber geredet, dass sie inzwischen irgendwie herausgefunden haben, was mit Diego passiert ist. Und ich weiß gar nicht genau, ich glaube, Ronan wusste das inzwischen auch schon, ne? Haben wir das offscreen gemacht? Ja, Sam hat es Ronan noch erzählt, bevor sie Bruce davon gehört hat, glaube ich. Das heißt, ja, der Ronan weiß davon jetzt auch schon. Das heißt, das müssen wir dann heute auch nicht mehr machen. Sehr perfekt. Und ja, also das Schicksal des Toreador, der damals mit dem Partybus zusammen mit Ronan und Jelly angekommen ist, der ist leider von Isaiah diableriert worden auf Befehl, ja, auf Geheiß des Prinzen hin, des neuen Prinzen der Stadt, nämlich Sabra Ortiz. Ja, gut. Und ja, um den Oberwarboss auch nochmal in Szene zu setzen, wo wir heute beginnen. Ronan ist nicht in seinem normalen Apartment, wo Ronan sonst immer so rumhängt und wo er seine Detektivdetektei hatte, sondern Ronan befindet sich im Keller von einem im Aufbau befindlichen Nachtclub, den Samantha ja, irgendwann eröffnen möchte in naher Zukunft. Und ja, denkt vielleicht noch ein bisschen darüber nach, was die Sache mit Diego angeht. Und vor allen Dingen muss er darüber nachdenken, dass er irgendwann ja als neuer Sheriff der Stadt ja auch irgendwie sich mal wieder aus der Deckung trauen muss. Zumindest hat er Nachricht bekommen von Sabra, dass sie sich irgendwann auch mal treffen sollen, wenn es denn sicher wäre, zu ihr zu gelangen. Und das ist die eine Sache, über die Ronan wahrscheinlich viel nachdenkt gerade. Die andere Sache ist, ja, Jelly, seine Freundin und Gefährtin, hat er jetzt schon etwas länger mal nicht gesehen. Und früher haben sie ja zusammen in seinem Apartment gewohnt. Und dann ging die ganze Sache mit, ja, damit los, dass er, da er jetzt der Sheriff ist, ja viel mehr Augenmerk auch auf ihn gerichtet ist. Deswegen müsste man versuchen, Jelly irgendwie zu rechtfertigen. Und deswegen kamt ihr alle auf die tolle Idee, ja, dass Dr. Angela Jelly als ihren Ghoul vorstellen soll. Und das ja, wollten die beiden jetzt auch in Angriff nehmen. Deswegen hat Jelly viel mit Dr. Angela herumgehangen. Das hat aber auch zur Folge, dass Ronan sie jetzt eigentlich die letzten paar Tage, vielleicht sogar 1,5, 2 Wochen nicht gesehen hat. Und auch nicht gesprochen hat großartig. Oder habt ihr irgendwelchen Kontakt, den ihr irgendwie beibehalten habt? Das geht ja nicht wirklich. Also es ist halt... Also Ronan hat mehrere versteckte Briefkästen, wo man ihm Nachrichten hinterlassen kann. Das weiß Jelly auch, aber das ist halt irgendwie, das hat so ein bisschen was von Post-it-Romanze. Und das ist irgendwie jetzt gerade nicht so das Gelbe vom Ei. Auf der anderen Seite ist es halt einfach logisch, wenn jetzt so ein Primogen sich einen neuen Ghoul heranzieht, dann wird er halt normalerweise auch sehr ausgiebig instruiert und es wäre komisch, wenn der Ghoul ständig nicht da ist, weil, ne, das ist, das heißt, sie schreiben sich quasi tatsächlich Post-its und viel mehr ist da aktuell auch nicht, was nicht zu Ronans Laune beiträgt, der tatsächlich die letzten Tage nicht nur noch schlecht gelaunt ist und das wird auch immer schlimmer eigentlich. Nachdem er nach der Nachricht von Diego fast in Raserei geraten ist, schon wieder. Ja, und seit der Brief von Sabra angekommen ist, ist die Laune noch mehr im Keller. Also Ronan im Keller, die Laune ist noch mal unter dem Keller, noch so. Und ich weiß nicht, wie viel Einblick Sam hat, aber so mittlerweile kennt sie ihn ja ein bisschen. Und also die Spirale dreht sich gerade immer weiter nach unten. Ja, das kriegt natürlich auch Sam mit, die ja deine Unterkunft quasi sponsert oder dich da unten einquartiert hat in ihrem Keller. Und ich bestimme jetzt einfach mal als Spielleiter, der allmächtig ist, was Sam tut. Nämlich, Sam muss ja, weil das dann dazugehört, wenn man einen Nachtclub führt, auch natürlich auch öffentliche Kommunikationsmittel einrichten lassen, das heißt einen Telefonanschluss legen lassen. Und dadurch habt ihr zumindest ein Festnetztelefon jetzt hier. Und Sam ist auf die großartige Idee gekommen, man könnte mal das Festnetz ja mal Jelly mit Ronan verbinden. Und vielleicht weiß Ronan von dieser tollen Sache noch gar nichts. Kannst du ihm jetzt gerade vielleicht den Hörer bringen oder so und ihm das vorschlagen. Ja, die Idee, da habe ich sicherlich lange gebraucht, um drauf zu kommen. Ganz lange, dann Wochen drüber geschlafen. Nein. Wie gesagt, warum wollte ich wohl beim letzten Mal unbedingt mit Bruce in die Kanalisation gehen, obwohl es da schmutzig und dreckig und stinkig ist? Weil ich so einen übellaunigen Privatdetektiv im Keller sitzen habe, der mir den letzten Nerv raubt. Apropos Bruce, ich bestimme jetzt auch einfach mal, dass Bruce, weil er ja demnächst Türsteher werden sollte oder auch nicht, des Clubs sich auch gerade irgendwie bei dir aufhält. Dann haben wir euch alle drei zusammen. Das ist schon mal ganz gut. Gerailroadet. Ja, dann haben wir Roland vielleicht auch einfach ins Büro hochzitiert. Ja, nachdem... weil der Keller auf Dauer nicht so kuschelig ist für Besprechungen. Außerdem hat Ronan halt auch angefangen, den Keller quasi zu seinem Wohnzimmer halbwegs zu machen, was bedeutet, dass überall halbvolle, überquellende Aschenbecher stehen. Und Ronan raucht ja so eine furchtbare Marke, die eigentlich kein Vernünftiger rauchen würde. Rothände. Irgendwas ganz Fieses. Das sind schon die gewohnt strotzenden Schritte, die dann hoch zu deinem Büro gehen. Und direkt vor der Tür hörst du das Aufschnappen meines Zippos. Da ist er ja wieder. Oh, hi. Hey. Bist ja heute wieder ein richtiger Sonnenschein. Ich bin Ehre. Ich schaue zu Sam. Ronan, du siehst furchtbar aus. Danke, Schatz. Gut, dann sitze ich doch erstmal. Ich stehe so von dem Stuhl auf, wo ich mich gerade hingesetzt habe. Strecke mich einmal so. Komm, ich glaube, du hast das nötige, alter Mann. Zieht mal länger an der Zigarette. Setzt dich dann auf den Stuhl und legt die Füße auf den Schreibtisch. Hey! Ich schlag ihm die Füße vom Schreibtisch runter. Es ist immer noch mein Schreibtisch, ja? Zeigt er da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Quasi ohne Körperspannung. Ja, Ronan hört. Was ist los? Wo soll ich denn da anfangen? Von vorne. Von vorne. Toll. Also erstens, ich komme aus dieser Stadt nicht raus. Oh, wow. Mhm. Verstehe ich. Verstehe ich. Zweitens, ich bin Sheriff geworden unter einem Prinzen, der meine Freunde an die eigenen Lieblinge verfüttert. Mhm. Drittens, damit das Jelly nicht passiert, haben wir sie ja an Angela übergeben, die in der Klinik einen auf Hamsterkäfig macht. Und um die Tarnung aufrechtzuerhalten, kann ich Jelly auf unbestimmte Zeit nicht sehen. Und wir führen eine Verbindung wie mit 12 über Post-its. Und so, als ich 12 war, gab es doch nicht mal Post-its. Sag ich doch, du bist alt. Als die Welt noch schwarz-weiß war, richtig? Mein Gott, dann ruf sie doch einfach an, hier. Guck mal auf den Hörer. Das ist ein Telefon, Ronan. Das kennst sogar du. Und ich glaube, es beißt nicht. Ist das Telefon rot? Es ist ein stinknormales, schnurloses Telefon. Es hat auch keine Scheibe mehr. Alles gut. Sehr lustig. Ich gebe mein Bestes, sorry. Viertens, aber guter Punkt, es gibt einen Bonus. Ich müsste meinen Kopf langsam aus meinem Schildkrötenpanzer wieder rausstrecken. Ich bin Sheriff dieser Domäne, für die Sicherheit seiner Mitglieder verantwortlich und 2 sind ja schon verschollen, auch wenn das vermutlich keine richtigen Mitglieder waren, aber... Und für die Sicherheit des Prinzen verantwortlich. Der hat so die Hand so halb über dem Telefonhörer. Sag mal, jetzt zieht den Hund mal ein bisschen höher. Guckt von einem zum anderen. Seid ihr eigentlich gläubig? Nicht so wirklich. Bruce fühlt sich so ein bisschen ertappt, so... Ich weiß nicht. Nicht mehr als dieses U-Boot-Schema. Keine Ahnung. Ich meine, jetzt glaube ich sogar ein bisschen mehr als vorher. Du meinst, seit du das bist, was du jetzt bist? Mhm. Ich meine, seit ich weiß, dass es den keinen wirklich gibt. Also. Oder Bruce folgt einfach der alten Spider-Man-Tradition. Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Die große Macht brauche ich zwar nicht, aber ja, bestimmt. Mhm. Leute, es ist... Ich bin gläubiger Katholik. Oh. Was sagt man da? Mein Beileid? Ich bin in einer verfluchtgläubigen Familie von Verbrechern aufgewachsen. Nein, das ist kein Widerspruch, nicht bei der irischen Mafia. Okay, cool. Ich hatte früher schon scheiß Situationen, auch gerade als ich Cop war und oder nach dem Sturz. Mir fehlt es hier, in die scheiß Kirche gehen zu können. Mit einem scheiß Pfarrer zu quatschen und in den scheiß Beichtstuhl zu gehen, um mir die scheiß Beichte abnehmen zu lassen. Weil die einzige Kirche in dieser beschissenen Stadt gehört meiner Primogen. Da kann ich doch nicht in den Beichtstuhl gehen. Da kann ich mich auch gleich John Constantine-mäßig auf den elektrischen Stuhl setzen und hoffen, dass es mich zur Erkenntnis zieht. Ja, gut. Ich meine, wir könnten versuchen, Veronica anderweitig zu beschäftigen, dass sie nicht da ist. Das sind sowieso alles ihre Gule. Ich kenne mich zwar nicht aus, aber würde jetzt mal auch schätzen. Also, das, mir fehlt das. Die warte mal einen Moment. Möglichkeit und... Guck mal, Telefonbuch. Hier, da, nimm, Telefonseelsorge. Hm? Oh, bitte. Das ist nicht das Gleiche. Telefonseelsorge. Ruf doch Jelly an. Was sollen wir denn sonst machen? Ha? Ich muss auch schon, ich kenne mich da null aus. Es muss ein neuer Priester in die Stadt und die Kirche muss von Kainiten werden. Wo kriegen wir jetzt einen neuen Priester her? Und ganz ehrlich, möchtest du noch einen Sterblichen in diese Stadt locken? Mit dem Wissen, was sich hier so rumtreibt und... Den Menschen geht's relativ gut. Ja. Wir haben einen John in der Stadt. Noch geht es den Menschen relativ gut. Und das Telefon fängt an, die Nummer zu tippen. Ich glaube, wir sollten ihn... Ich vielleicht erst vor die Tür oder wir nach... Was hältst du davon, wie ich dir zeige, wie die Bauarbeiten vorangeschritten sind? Genau, komm. Viel Spaß, alter Mann. Ich klopfe dir auf die Schulter. Ja. Auf der anderen Seite wirst du zunächst Angela erreichen. Dann wird dich weiterreichen an Jelly. Und das Gespräch ist eigentlich ganz normal und eigentlich auch sehr wohltuend für Ronan. Ich höre da ein Aber raus. Ja, bis es nach so 10 Minuten Redezeit oder so irgendwie ein Rumpeln gibt im Hintergrund, ein Geräusch. Und du dann irgendwann Angela rufen hörst, irgendwie geh ins Bad. Und dann das Telefon anscheinend fallen gelassen wird und man hört nur noch Kampfgeräusche im Hintergrund. Und dann ist irgendwann Stille. Und dann liegt die Verbindung gekappt. Scheiße! Oh. What? Hat Jelly mit dem Schluss gemacht? Die waren zusammen? Ach, wusstest du das? Oh, das ist... Ah. Oh, ich hab gedacht, du hättest das... Nee. Okay, egal, wir sollten nachsehen, was los ist. Ja, ich kam, wir sind ja wahrscheinlich nur irgendwie so ein paar Schritte irgendwie durch die Treppe runter und plötzlich mal sind wir im Hauptraum. Ja, und Ronan lädt seine Waffe. Ronan, was passiert? Die Verbindung wurde unterbrochen, und ich hörte zuletzt dass Jelly ins Badezimmer gehen sollte, und dann Kampfgeräusche, Und dann stehst du noch hier? Ja, okay. Geh schon mal nach draußen. Schreibtischschublade auf, Knarre raus, Machete raus. Sam sieht übrigens bei Ronan, wie das Grün seiner Augen anfängt, so ein bisschen zu funkeln. Hey. Ronan. Hier bleiben. Jetzt wird's unterhaltsam. Ich bin gerade in der richtigen Laune. Ja, aber lass nicht das Tier für dich handeln. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Danke. Ja. Jetzt zieht sich dann noch seine Panzerweste an. Flupp. Und dann draußen, er hat ja so einen Kurzmantel, den Hunzemann dabei hatte, den zieht er noch drüber und dann, ja. Wie kommt ihr denn auf die, weil ihr müsst einmal quer durch die Stadt, ne? Sams neuer Club ist ja unten im Südwesten und ich gehe mal davon aus, Angelas dass Haven ist oben im Norden. Dass Ronans Dodge bei der Polizei steht. Wir sind neulich schon mit einem Auto dorthin gefahren. Wir nehmen einfach dasselbe Auto wieder. Okay. Bruce dann auch, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich werde ich ja nicht die Schlüssel haben, aber je nachdem, wo das Büro ist, so in der ersten Etage würde ich auch einfach die Treppen überspringen, einfach so drüber. So dreipunktartig, dann würde ich zumindest zum Auto, weil wahrscheinlich kenne ich das ja schon, das Auto, wenn du schon mal gefahren hast. Gibt ja auch die Garage. Dann einfach. Steht da schon. Jetzt, dann rast ihr quer durch die Stadt und kommt dann. Wir fahren so, dass wir nicht unnötige Aufmerksamkeit. Ah, okay. Also langsam. Auch wenn das Ronan nicht gefallen wird, sondern mit angepasster Geschwindigkeit. Aber ich würde sagen, Bruce fährt, weil Bruce kennt sich ausgezeichnet aus und er kennt auch ein paar Abkürzungen. Ja, okay. Dann schafft ihr es ungefähr in einer halben Stunde irgendwie da zu sein. Oder sagen wir mal 20 Minuten, weil Bruce sich auskennt. Und ja, von außen her sieht dieses alte Bürogebäude nicht anders aus als sonst auch. Steht da irgendein Wagen vor? Nein. Oder war irgendein anderer Wagen auffällig irgendwie? Weiß nicht, zufällig ein großer Kombi oder was weiß ich. Kleiner Kombi, der verpanzert war. Nee, ich weiß nach, was du suchst, aber sowas findest du hier nicht gerade auf der Straße. Lass uns wieder hinten ranfahren, dass wir über die Tiefgarage reingehen. Ja. Dann steht das Auto nicht hier vorne auf der Straße. In die Tiefgarage. Okay, Tiefgarage, ja. Das Tor ist offen, merkwürdigerweise. Abgeschaltet, ausgemacht. Direkt Tür auf. Pum. Bruce rennt los. Ihr könnt mal, während ihr da so runterfahrt, einen Wits- und Awareness-Wurf machen. Ja. Wir alle? Mhm. Ja, jeder, der aufpasst. Oder sich dazu in der Lage fühlt. Witz. Ist ja ein Witz. Die Schwierigkeit ist 3. Ach, jetzt geht das auch noch los. 3. Nee, leider. Ui. Ronan passt sehr gut auf. Die Sinne sind scharf wie ein Rasiermesser. 5 Erfolge für Ronan, ja. Mhm. Ich aktiviere übrigens Auspex 1. Mhm. Dann fällt dir tatsächlich, als ihr gerade so in die Tiefgarage reinfahrt, ein Wagen auf, der auf der anderen Straßenseite parkt. Mondi, beschreib mal, was hat Scarlett für ein Auto? Sie hatte eigentlich gar kein Auto, eigentlich war es ein Motorrad. Jetzt hat sie eins. Ich habe spontan ein Auto. Okay, wie ich gerade höre, habe ich mir ein Auto gekauft. Vielleicht ist es nicht deins, aber es ist das Auto, in dem du gerade sitzt. Okay, dann machen wir es. Silberner Opel Vectra, importiert nach Texas. Na, das fällt definitiv auf, ja. Ja. Ja, da sitzt eine Frau drin. Dann kannst du dich auch direkt mal beschreiben. Ja. Also, Scarlett... sag ich mal, blonde Haare, aktuell zu so einem Dutt hochgesteckt, Brille mit recht dicken schwarzen Rahmen und braune Augen und was man jetzt nicht so sieht, weil sie ja im Auto drin sitzt, aber ca. 1,70 groß, recht schlank und ja, so ganz adrett anzusehen. Und dann ist es schon aus dem Augenblick verschwunden, weil dann fährt ihr unten reingefahren. Da war eine europäische Karre. Das ist der Moment, wo Bruce gerade schon rausrennt, irgendwie da zur Tür. Mit einer Schnalle drin. Ja, wenn die im Auto sitzt, wird es nicht diejenige sein, die angegriffen hat, oder? Wir werden aber dadurch beobachtet. Willst du zuerst nach Jelly sehen, oder... Klack. Ja. Was, wenn dir jemand, gehst du alleine hoch, oder? Wenn dir jemand was getan hat, kann der froh sein, wenn ich ihn in die Wüste bringe. Der Bruce ist ja schon an der Tür gerade. Nach oben, oder ich dachte, du wolltest raus zu dem Auto? Nee, ich gehe nach oben zur Tür. Okay. Das hat Bruce überhaupt nicht mitbekommen. Ronan folgt. Ja. Dann Stinksau. Siehst du zwei Sachen, Bruce, die du da vorgelaufen bist, wenn du die Treppe hochgehst. Auf der Treppe liegt ein Aschehaufen, über den du durchläufst. Ein paar Meter weiter liegt ein gepflockter Vampir, den du kennst. Das ist nämlich John. Okay. Ja, aber tatsächlich interessiert Bruce sich jetzt nicht für John. Der Aschehaufen, ich habe gerade mal gewürfelt, den wird er auch tatsächlich übersehen. Da denkt er in dem Moment nicht dran. Mhm. Also ich werde wahrscheinlich auch nicht mitten durchlaufen, sondern wahrscheinlich irgendwo daneben, aber jetzt zieht trotzdem etwas weg. Renne aber in das Zimmer, wo ich, also wenn da irgendwas zu ist, renne ich halt einfach in ein zues Zimmer rein, wo ich jetzt nicht sehe. Ja, die Türen sind aufgebrochen, also richtig aus den Angeln gehoben. Von daher, du siehst deutliche Kampfspuren, auch so richtig große, als ob jemand irgendwie Teile aus der Mauer rausgebrochen hat. Und das Zimmer, was du ja kennst von diesem Haven von Angela, ist total durchwühlt. Also es liegen überall Papierfetzen herum, alles ist umgeschmissen. Ja, ich rufe dann auch tatsächlich so, Jelly, Jelly! Und dann gehe ich halt quasi in nächstes Zimmer, weil wurde ja von dem Bad geredet. Ja, die Polster von den Möbeln sind aufgeschlitzt, irgendwie, dass das Zeugs irgendwie rausquillt. Alles ist völlig verwüstet. Aber du findest noch einen weiteren Aschehaufen. Wo ist so, der Aschehaufen? Der Aschehaufen ist kurz vor dem Bad. Okay. Guck mal, ob ich den sehe. Absolut nicht. Dann kommt Ronan auch schon an die Treppe, wo der Aschehaufen und John liegt. Okay, das bemerke ich. Mhm. Und von Raserei Ronan schaltet er sich zurück in Cop Ronan. Also in, blind reinstimmen wäre jetzt vielleicht doch etwas doof. Sorry. Asche. Geht halt so um den Aschehaufen rum. Guckt halt auf Mr. Hawaii-Hemd. Ja, der hat mehrere Wunden an Einschusslöcher auf der Brust, neben dem Pflock, der in ihm steckt. Es huscht kurz so ein seltsamer Ausdruck über Ronans Gesicht und er tippt sich so kurz an den Hut und geht dann vorsichtiger quasi in das Areal rein, also mit der Pistole, quasi jetzt wirklich im Modus sich Deckung suchen, falls hier noch jemand ist. Wenn du in den großen Raum reinguckst, siehst du da Bruce, wie er total verwirrt irgendwie in alle Richtungen guckt. Dann, aber wahrscheinlich in dem Moment gehe ich ja dann schon ins Schlafzimmer. So. Was macht Sam währenddessen? Bleibt im Auto sitzen? Ich glaube, Sam ist denen hinterhergegangen. Ja, dann kommst du auch irgendwann. Ich habe kurz überlegt, ob ich nach der Schnalle, wie Ronan sie so liebevoll genannt hat, gucke, aber nee, Jelly ist erstmal wichtiger. Dann kommst irgendwann auch du zu der Stelle, wo John liegen müsste, aber Sam wird ihn nicht sehen. Okay. Da denke ich später drüber nach. So. Ja gut, sie sieht ihn ja nicht, also geht sie weiter. Ja. Ein vorsichtiger Ronan an der Tür. Wow. Und rein. Bruce? Ja, dann wird man bestimmt, also ist die Badezimmertür wirklich verschlossen, oder? Nee, die ist aufgebrochen. Okay, dann gehe ich ins Badezimmer. Alle Türen hier. Alle Türen, okay. Gehe ins Badezimmer. Also die Badezimmertür liegt irgendwie so rausgerissen aus den Angeln auf dem Boden, sodass man drüber steigen muss, um ins Bad zu kommen. Und okay. Auch hier sind die Fliesen von der Wand gekratzt, also liegen alle zerbrochen am Boden. Die Rohre sind abgerissen und es läuft teilweise Wasser raus. Gott sei Dank nicht viel. Okay, aber da ist jetzt nicht irgendwie nochmal ein Aschehäufchen oder gepflockte Jelly. Nein. Ob man das überhaupt könnte, ist die andere Frage. Dann kommt so ein unfassbar lautes Fuck! Dann, weiß nicht, trete ich gegen irgendein aus der Wand gebrochenes Rohr, irgendwie, dass das nicht nochmal biegt, so. Ja, dann schrecke ich so den Kopf aus dem Bad raus. Sie ist weg! Wie weg? Die ist nicht hier! Ist ein Fenster im Bad, wo sie hätte rausklettern können? SL-Frage? Ja, aber das Fenster ist ja kaputt. Also man könnte sein, dass da jemand rausgeklettert ist. Ja, das Fenster ist im Arsch. Das, er wird so provisorisch mal nach draußen schauen, aber wahrscheinlich dann nichts sehen. Ja. Sehe ich da irgendwie an der Fensterbank irgendwie so. Liegen die Scherben innen oder außen? Genau. Außen. Mhm. Ich schaue so nach unten. Oder einfach nach draußen, wie auch immer. Wahrscheinlich ist sie abgehauen oder so. Ja, dann. Ich frage mich, was die hier gesucht haben. Ich frage mich, wie viele Brujah gleichzeitig hier waren. Schaut sich mal zu. Eine weniger. Wahrscheinlich. Wo ist denn Bruce? Hast du Angela irgendwo gesehen? Nein. Hilf mir mal, zwei Gefäße zu suchen. Warum? Also früher hatten wir hier Asche. Schau mal. Asche? Asche. Schau auf. Macht mal ein Investigation und Intelligence-Wurf. Investigation. Vielleicht einer nach dem anderen, vielleicht erstmal der Caco, dann der Ronan, dann. Und Intelligence, hast du? Ja. Okay. Das können Sie nur im Stundenhandel. 3 Erfolge. 3 Erfolge. Ronan? Zählt das als Tatort? Ja. Also könnte ich dafür Spezialisierung verwenden mit Tatortwissen? Ja. Ja. Okay. Das gab dann. Ein mehr oder wie war das jetzt? Mehr, ja. Ein mehr, ne? Gut. Ich mir das jetzt mal. Muss ich gleich einen nachwürfeln? Der Spezialisierung. Oder, also kann ich das bei Modifier machen? Nee, ne? Müsstest du bei Modifier eigentlich machen können, ja. Also dann +1 oder nur 1 dann eintragen? Probier's mal mit +1. Okay. Wenn wir mal sehen, was er ausspuckt. Gar nichts, okay. Dann machen wir 1. Modifier. Ja. Da. Technik, die begeistert. Jetzt hat er 8 gewürfelt, wie viel hättest du sonst? 7. Dann hat das geklappt, okay. 0 Erfolge. Eieieiei. Ja, 0 Erfolge. Da ich jetzt noch. Kannst du Willpower ausgeben noch? Ja, definitiv. Ja. Das würde ich gerne rerollen. 2 Erfolge für Sam. Das ist aber auch herb, ey. Er lässt sich jetzt nicht auf mir sitzen hier. Ist nicht so Sams Sache hier, ne? 2 ist immerhin. Oh. Was? Also, du hast den Wurf jetzt nochmal neu gemacht, ne? Ja. Du darfst um 3 Würfel neu würfeln nur. Zu 3, okay. Das kann man übrigens auch durch den Willpower-Button machen auf dem Charakterbogen, aber kannst doch jetzt so neu würfeln. Okay, dann machen wir es jetzt nochmal. 3D10. Würfel ich jetzt mal so schnell 3W10. Genau, ja. Boah, das ist ja peinlich, ey. Mhm, für den Detektiv auf jeden Fall. Immerhin ein Erfolg. Nö. Das ist natürlich ein bisschen mies. Ja, Bruce ist wohl, wahrscheinlich liegt es daran, dass Ronan totale Panik gerade hat. Ja, das kann natürlich dadurch sein. Dass er da gerade so schlecht drin, nicht schlecht, aber ja, nicht gut genug drin ist und eher so ein bisschen verpeilt und fahrig durch die Räume läuft und nicht weiß, wo er zuerst gucken soll. Und weil einfach wirklich ja alles verwüstet ist. Und Bruce geht ganz, weil er die auch als erstes gesehen hat, ganz stoisch die Aschehäufchen ab. Und schaust dann so ein bisschen hin und her und versuchst so ein bisschen zu kombinieren. Und findest dann in der Nähe von einem der Aschehäufchen in der Wand steckend einen Pflock. Ronan, guck mal. Hier. Ja. Deutet so auf den Pflock. Ich würde ihn aus der Wand mal rausziehen. Der ist erstaunlich leicht, wenn du jetzt so in der Hand hast. Ist auch so schön verziert. Mit einem Rosensymbol. Ich weiß gerade gar nicht, war Bruce dabei als... Ich glaube nicht, ne? Das haben die privat gemacht, ne? Guck mal hier. In welcher Nähe, also in der Nähe von welchem Häufchen ist der? Die ist in der Nähe von dem Schlafzimmer. Ich wedel mit dem so vor deinem Gesicht rum. Guck mal. Ich deute dann so mit meinem Finger auf die Rose. Scheiße. Also in Bruce' Gesicht sieht man auch die blanke Panik. Ich drück den dir mehr wirklich so in die Hand. So auf die Brust. Hier, ich... Eine Rose. Fuck. Dann gehe ich so in den Hauptraum, wo ja immer noch John liegt. Dann der liegt nicht mehr da. Ach, Ui. Der lag im Treppenhaus, aber liegt jetzt nicht mehr da. Liegt an der Stelle irgendwie ein Aschehaufen? Nein. Ich würde mich mal umgucken, ob man in diesem Chaos noch rausfinden kann, ob, was weiß ich, persönliche Gegenstände von Angela oder Jelly fehlen. Mhm. Ja, mach nochmal ein Investigation Wits, vielleicht, wenn das schnelles Umgucken ist. Warum eine Rose? Immerhin 3. Es ist ja alles ausgeräumt. Weiß jetzt nicht genau, was Angela jetzt, während sie da alleine gewohnt hat, alles hatte. Du merkst, dass die Computer alle weg sind. Okay. Und ja, sonst ist irgendwie nichts Persönliches. Also was da so... Ich weiß jetzt auch nicht, was Angela und Jelly jetzt alles an persönlichen Sachen da hatten. Also. Ob überhaupt, ob jetzt, was ist ich, nur noch so... Sind die Schränke noch quasi voller Klamotten und was ist... Ja, die sind alle rausgerissen. Zeug im Bad. Verstreut auf dem Boden. Aber es ist noch da. Es ist nicht, als hätte jemand das Zeug gepackt und wäre gegangen. Nee. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es ist mit Zähneputzen bei Vampiren oder so. Eigentlich brauchen sie es nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man solche Gewohnheiten einfach beibehält irgendwie. Zahnhygiene kann wichtig sein. Nee, ich würde einfach davon ausgehen, dass man sowas vielleicht wie sich schminken, Haare bürsten, duschen, dass man das einfach aus Gewohnheit beibehält und dann eben auch die Utensilien dafür da hat. Und wenn die noch da sind, dann sind also sie sowas, nicht sowas ist noch gegangen. Da, ja. Gut. Aber wenn Ronan mit dem Rose anfängt, guckst du dann irgendwie auch auf den Vlog und du erkennst ihn auf jeden Fall wieder, weil du weißt, dass dein Sire so einen hatte. überhaupt nicht mehr großartig irgendwie drüber nachgedacht, dass der irgendwie fehlen könnte bei den Überbleibseln, die du ja gekriegt hast von... Der war ja zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr da. Der ging ja an Angela vorher. Genau, irgendwie da hast du überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, so groß. Aber jetzt, wo der Ronan den in der Hand hält, das ist halt der Vlog von deinem Sire, was auch immer der jetzt hier macht. Das hat Andrew gehört. Hm? Ja, ich... Aber er wird die nicht benutzt haben. Das ist wohl richtig. Ich hocke gerade so am Ende der Treppe und gucke aufs Treppenhaus. Das gibt's doch nicht. Vielleicht findet man draußen noch Spuren. Neben dem Gebäude. Vielleicht da, wo die Scherben aufgeschlagen sind. Vielleicht haben die in dem Auto irgendwas gesehen. Wo ist denn? Bruce, was ist los? Wo ist denn der Kerl jetzt? Der lag doch gerade eben noch hier. Welcher Kerl? Dieser Hawaii-Typ, John, wie der heißt. Der lag doch gerade eben da. Nein. Doch. Doch, war er. Da, genau da. Was? Ronan, du hast gesehen, er ist weg. Du musst ihn doch gesehen haben. Verarsch mich nicht. Bitte verarsch mich nicht. Da. Der lag genau da. Ich habe da niemanden Stufe gesehen. Da. Ich gehe so die Treppe runter zu der Stufe, wo ich ihn vermute. Du bist gemutet, Koali. Ich schwenke mal ganz kurz zum Auto raus. Wo Scarlett vielleicht etwas hibbeliger, als sie sonst ist. Einmal, weil du nach draußen bist, was du selten tust. Und das zweite Mal, weil du ja Schmiere stehen sollst und gerade irgendwie ein Auto in die Tiefgarage hast fahren sehen. Machst du irgendwas? Naja, wenn ich Schmiere stehen soll und sehe, dass halt das Auto da runterfährt, würde ich halt schon Bescheid geben. So, Leute, da kommt einer. Ja. Oder viele. Wie denn ohne Handys? Da habt ihr überhaupt gar keinen großen... Das ging so schnell. Vielleicht musst ganz hervorragend. Vielleicht musst du reinlaufen und Bescheid sagen. Hier gibt's nur Probleme. Ja gut, dann ich klopfe mir mal so die Taschen ab, stelle fest. Oh. Super. Ja, dann mache ich da erstmal nichts, weil ich habe keine Möglichkeit, Bescheid zu geben. Oder haben wir was ausgemacht vielleicht, dass ich irgendwie einen Stein ans Fenster werfen kann oder irgendwie so? Oder einen Hahnenschrei oder was ganz Unauffälliges irgendwie simulieren kann? Ja, kannst du es irgendwie, keine Ahnung, laut pfeifen oder so? Genau, dann würde ich wenigstens sowas machen. Also ich will sie ja da nicht hängen lassen. Also irgendwie pfeifen. Mhm. Das kann Bruce dann auch hören, wenn er unten gelaufen ist. Einen lauten Pfiff. Und, ja. Ich spurte nach draußen. So langsam habe ich echt die Schnauze voll. Ja. Gehen wir Bruce hinterher, oder? Ja, Ja, Bruce sieht draußen halt auch jetzt das Auto der Frau drin. Da kommt ein verwirrter Mann irgendwie aus der Tiefgarage rausgelaufen. Ja. Scarlett. Ein verwirrter, zotteliger Typ in so einem in so einer Karo-Weste, die für den Winter, halt passend ist. So total zotteliges, braunes Haar und hat auch so eine Schiebermütze auf. Okay. Guck's. Ich gucke dich sehr verwundert an. Ich nehme dich wahr. Du bist nicht die Person, die ich suche. Ich gehe weiter. Hast du noch eine Frau? Ich zuck mit den Schultern. Okay. Weg. Und dann gehe ich in die andere Stelle, Richtung. wo ich dann die Glasspitze auch vermute. Mhm, ums Haus rum. Ja. Ja, währenddessen geht neben Scarlett die Beifahrertür auf. Und durch das Geräusch, was dadurch entsteht, wird erstmal John zuerst auf dem Rücksitz sichtbar und danach der Dicke. Wobei du jetzt, wenn du rüberschaust, siehst, dass der Dicke große Fleischfetzen es ihm fehlen, die im Oberarm sein sollten eigentlich. Also quasi sein linker Arm hängt so halb nur noch. Der Knochen ist gebrochen. und hängt ihm so halb irgendwie runter. Sehe ich die oder sieht Scarlett die? Scarlett. Beiden. Du bist ja in uns rausgelaufen. Ja, genau. Ach du Scheiße, was ist denn mit euch passiert? Angriff. Sollen wir verschwinden oder? Besser ist das, aber Sam ist da. Sam, ist das gut, dass sie da ist? Gehört zum Klüngel, gehörte. Dann haltet ihr es für eine kluge Idee, mit ihr zu reden. Ich bin nicht so gut im Reden. Das kann ich ja übernehmen, aber wie sieht John aus? Der sieht wahrscheinlich ziemlich... Der ist gepflockt und hat halt Einschusswunden. Okay, gut. Okay. Wenn du meinst, dass Sam helfen kann, dann kann ich ja mit ihr reden. Hm. Sag ihr, die Anarchen waren's. Okay. Gut. Magst du hier warten? Oder wie wollen wir verfahren? Treffen wir uns zu Hause. Wir treffen uns zu Hause, okay. Und Sam ist da drin? Ja. Gut, dann bis später. Okay. Ja. Währenddessen kommen Ronan und Sam unten aus der Tiefgarage raus. Genau. Willst du einen Chief Draft beschreiben? Haben wir die Knarren weggesteckt? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage, Ronan. Lass uns mal kurz überlegen. Haben wir die Knarren weggesteckt oder nicht? Unter der Jacke, mehr nicht. Gut. Ich würde gerade sagen, kommt mir ein übelster Squad entgegen. Unter der Jacke klingt gut, ja. Willst du dich beschreiben zuerst, oder? Du bist sicher vor mir. Ja, Typ. Mittelgroß, schlank, trägt einen Trenchcoat, einen schwarzen, schwarze Jeans, schwarze Schuhe, schwarzes Hemd, schwarze Weste, schwarze Krawatte. Alles schwarz. 3-Tage-Bart, einen schwarzen Hut. Hat die Hand unglaublich offensichtlich so, dass man weiß, dass er eine Knarre hält. Und mit einem unfassbar angepissten Gesichtsausdruck. Also beim, ob man das auf die Entfernung sehen kann, ist halt eine Frage, aber auf jeden Fall sieht man hier, dass scheinbar auch, dass er Tätowierungen am Hals hat. Ja, und Sam ist eine relativ hübsche, junge, schlanke, also sportlich schlanke Frau, die auch, wo man auch sieht, sie hat irgendwie die Hand so unter die Jacke gesteckt, wo sie wahrscheinlich eine Knarre hat und guckt sich genauso, sieht auch gestresst aus, also und angespannt ebenso und guckt sich auch suchend in der Gegend um. Ja, was okay. Ronan und Sam halt sehen können, ist das Auto, wo, ja, der Dicke auf jeden Fall sichtbar wird gerade und mit der anderen Person da drin redet. Ich habe ja noch geschärfte Sinne an. Eben. Ja. Also wolltest du das hören, was sie sprechen? Wenn das jetzt rüberschallt, ja. Also so bewusst drauf geachtet haben, wird er jetzt. Mach mal Wits Awareness, gucken wir mal, macht gegen 2. Ja. Da sagen wir mal, weil es so ein bisschen weiter weg ist, 3. Ja, und schwierig, das passt. Zu hören. Das wäre auch mehr ein Reflex. Wenn er denn würfeln würde, was er nicht tut. Stunden später. Ja. Da kommt was. Das sind doch mal flockige. Ja. 4 Erfolge. 4. Das ja, dann kannst du das hören, was der Dicke mit Scarlett bespricht. Wir treffen uns zu Hause, die Anarchen waren's. Also, Sam verdient das zu wissen. Ich bin nicht so gut im Sprechen. Dann kann Sam sehen, wie sich Ronans Hand in der Tasche bewegt und sie hört das Entsichern der Waffe. Was machst du? Meine Arbeit. Und der stratzt dann im vollen Marsch auf die Dame zu, die da gerade näher kommt. Ronan! Ach, verdammt. Laufe ich mir hinterher. Bündet sich im Laufe eine Kippe wieder an. Bemerke ich denn, dass die beiden nicht nachkommen? Ja, so will ich wieder Roadrunner stehen bleiben, umdrehen. Ja, flitze ich dann wieder in die andere Richtung, wieder um das Haus herum, gucke, was da los ist. Ich bin dabei auch relativ auffällig, wahrscheinlich. Generell, wenn da irgendwie einfach so ein Typ nachts durch die Straßen rennt und irgendwie so ein Fuck, so ein Scheiß die ganze Zeit so rum, also nicht um sich brüllt, aber so in sich hineinredet. So eine Mist. Und dann ja, renne ich so um die Straßenecke, wenn dann eine Laterne steht, greift die einmal mit der Hand, dann wirklich so mit einem Schwung rüber. Und, ja, dann werde ich dich wahrscheinlich Scarlett zuerst sehen, dann du, wie du auf sie zugehst. Auch nicht gerade langsam. Ja, und Sam wahrscheinlich dahinter die Hände ringt und ihm dann hinterherläuft. So dieses Nein. Idiot. Wenn ich dann mitbekomme, dass Ronan so im Stechschritt auf mich zumacht, gleich mal so die Hände hoch. Wow, wow, wow. Nur die Ruhe. Die grünen Augen blicken dich an, die so ganz langsam ein bisschen anfangen zu schimmern. Und jetzt vom Nahen sieht man hier tatsächlich Tätowierung, also Hals bis auf den Handrücken vorne. Okay. Mein Name ist Ronan, ich bin der Sheriff in dieser Stadt. Dann einen schönen guten Abend, Sheriff. So. Die Anarchen waren's, ha? Das ist das, was mein Bekannter mir gerade mitgeteilt hat, ja. Bekannter? Mhm. 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 Ja. Es wäre schön, so, wenn die das mir ein bisschen ausführlicher erzählen würden. Allzu viel gibt es da nicht zu erzählen. Ich habe meine Bekannten hierher gefahren. Sie wollten mit einer Dame sprechen. Und ich habe sie eben erst wieder gesehen, wie sie ziemlich angeschlagen vor mir standen. Und mir gesagt haben, ich möchte mit Sam reden. Der Dicke bewegt sich jetzt auch irgendwie und siehst halt auch den Arm. Ich tippe mir so an den Hut. Was zum Teufel? Tja, ich denke mal, die Anarchen haben sich entschieden, Initiative zu übernehmen. Hm? Die waren das? Dieser Brujah. Adam? Wie siehst du? Ach du. Oh. Ich gucke auf seinen Arm, der so. Ja, der hängt nur noch so an so einem Fetzen irgendwie am Arm. Boah. Und was wollt ihr von mir? Du warst Teil vom Klüngel. Wow, genau richtig. Ihr müsstet doch wissen, dass ich schon länger nicht mehr hier wohne. Ist ja auch scheißegal. Die Anarchen waren das, sagst du. Ja. Die Brujah haben Angela. Und was ist mit Jelly? Nicht gesehen. Was heißt, die haben Angela? Haben die mitgenommen? Ja. War das dieser Adam? Brujah. Ich würde den so beschreiben, ich habe den da gesehen. Der scheint nur mal bei mir eine Wohnung, da erinnere ich mich auch sehr gut. So. Ja. Nein. Feiges Arschloch. Klatt hier so alles durch die Gegend. Tritt wahrscheinlich gegen eine Lampe. Brumm. Sieht auch so ein bisschen so Äderchen groß werden bei Bruce. Entschuldigung, Scarlett. Kein Problem. Ich bin nach draußen gegangen. Ich habe mit Ärger gerechnet. Wenn auch nicht mit sowas. Und ich gucke bei dem Dicken mal hoch und runter. Kannst genau, du mir das Panzertape bitte geben? Natürlich. Und ich gebe ihm das Panzertape. Ja, tape sich den Arm damit wieder, dass er wenigstens gerade hängt. Scarlett, ha? Huh? Genau, wer bist du? Scarlett. Hi. Hallo. Bruce. Ja, ich würde dir die Hand so hinhalten, so Scarlett Wilson, freut mich. Ja, Bruce, hi. Schlag so ein, drück so richtig zu, in dem Moment merkst du, vielleicht schmerzhaft für die Frau, und dann lass ich wieder los. Oder auch nicht. Bruce, tut Frauen weh? Ja, so in der Einrede so dieses Hi. Oder vielleicht auch nicht, kommt drauf an. So. Gehörst du auch zum Klüngel? Nein, ich bin alleine unterwegs. Also eigentlich bin ich gar nicht unterwegs. Meistens bin ich bei mir zu Hause. Aber heute bin ich mal nach draußen, um einen kleinen Dienst zu erweisen. Und woher kennst du Bud Spencer und Terence Hill? Ja, Bekannte eben. Mhm. Bekannte. Spricht jetzt nicht unbedingt für deinen Geschmack. Naja, ich bin nicht viel draußen, also zum Schluss freut man sich doch über jede Art von Gesellschaft, oder? Geschäft. Kommt drauf an. Geschäft. Gefallen für Gefallen. Solltest du kennen, Sheriff. Also Ronan schnippt die Kippe weg, sie zündet sich sofort eine neue an. Zögert dann kurz, nimmt die Kippe hoch, die er also weggeschnippt hat, und steckt die in seine Tasche. Muss mich um John kümmern. Gefallen für einen Gefallen, ja? Ja. Gibt's hier Vögel gerade? Es sind überall Vögel. Überall Ameisen. Fragt gar nicht mehr. Ja. Tiefgarage? Ich würde ja sagen, ich habe euch nicht gesehen, aber ich denke, das könnte müßig sein. Also, ich sehe jetzt die Kamera und denke mir so, ja, könnte es. Eigentlich müsste ich euch drei jetzt einsacken. Zeugen und so. Mhm. Sie sagen mir das in einem Unterton, der erwarten lässt, dass da noch ein Aber kommt. Es gibt leider keinen Safe Room in dieser Stadt. Also ich kenne da einen Ort, der schön mauschelig gemütlich ist, wo man sich in Ruhe unterhalten kann. Ja, nennt sich Friedhof. Nein, ein Ort der Bildung. Nicht der Toten. Obwohl... Also was machen wir jetzt? Nun ja, wenn Sie reden wollen, Sheriff, könnte ich Sie nach Hause einladen. Wäre mir auch ehrlich gesagt wohler. Ich bin es nicht gewohnt, viel draußen zu sein. Wie auch immer, mach was aus. Ich gehe wieder rein. Wir müssen den Tatort sichern. Wenn Sie Hilfe brauchen, stehe ich gern zur Verfügung. Hauptsache von der Straße weg. Erfahrenen Tatortsicherung? Ich habe viel darüber gelesen. Nimmt einen tiefen Zug von der Zigarette. Aha. Ich warte in der Tiefgarage auf euch. Scarlett, ich gehe nach Hause. Oh, okay. Mit. In Ordnung, dann ja, bis später. Wenn Sie mich fragen, werde ich nicht lügen können. Soll ich dir eine schlagen, Sheriff, dass du sagen kannst, ich habe dich niedergeschlagen? Für mich nicht in Versuchung. Er tippt dich so irgendwie an der Schulter an. Ja. Ich muss noch einsatzfähig bleiben. Dachte ich mir. Das war gerade ein schwerer Schlag, Sheriff. Erstaunlich, dass ihr das überlebt habt. Dreht sich um und nimmt mit der einen Hand den geflockten John und schickt jetzt über die Schulter und macht einen großen Sprung, so einen Hulk-Jump auf das nächste Dach, während er dann auch im Sprung halt vor euren Augen verschwindet. Scarlett, ha? Genau. Naja, sehen Sie es so, irgendwie hänge ich jetzt ja doch in dieser ganzen Geschichte mit drin, also ich helfe Ihnen, den Tatort zu sichern und Sie erklären mir hier ein bisschen was, ich bin gerade etwas perplex. Ronan, mach mal Witz und Resolve. Witz und Resolve, wo ist denn Resolve? Da. Oder Politics kannst du auch machen, Witz und Politics. Hab ich nicht. Was besser ist. Ja. Ordentlich, würde ich sagen. Das ist nur eine 10. Okay, dann sind das 3 Erfolge. Das reicht mir, um zu bestimmen, dass Ronan sich ja über die Vampire, das hat er ja sowieso gemacht, der Stadt informiert hatte. Mhm. Das heißt, dir sagt der Name Scarlett auf jeden Fall was. Vor allen Dingen, weil er besonders ist für diese Stadt, weil sie die einzige La Sombra ist, die in Esser Camerilla gehört. Mhm. Mustert dich länger. Scarlett. Oh, scheiße. Ey! Ich kann sie hören. Und was genau ist jetzt dein Spezialgebiet? Naja, ich arbeite in einer Bibliothek, lese Wahnsinn. Sehr viel. Wahnsinn. Ja gut, macht jeder halt so das, was er am besten kann. Sie laufen im Stechschritt über die Straße und ich sitze zu Hause und lese. Das passt doch. Ja. Scarlett kann ja mal einen Wits-Awareness-Wurf machen. Okay. Heute fliegen die Würfel. Ja, heute wird gewürfelt. So. Zur Feier des Tages. Schwierigkeit ist 3. Boah, jetzt geht das wieder los. Ich sollte mir angewöhnen, das festzulegen, damit ich auch sehen kann, wann man ja einen Crit und einen Failure bewürfelt. So, und Witz. Okay. Macht er was? Er sollte was tun? Das kann schon mal dauern. Okay. Sind gerade viel auf Roll20 unterwegs. Genau, Roll20 ist langsam. Wir stehen im Time Freeze. Ja, 2 Erfolge. Okay. Ja, das reicht mir ja nicht. Ich hatte ja 3 gesagt. Also fällt dir nicht sonderlich auf. Okay. Er macht so eine Kopfbewegung. Na dann. Sehen Sie, wir werden uns einig. Ja, aber die Schatten bleiben da, wo sie sind. Wenn Sie das so möchten? Ja, bitte. Ich bin abergläubisch. Ich gucke nur so, verroll die Augen so, großer Gott. Und Ihre. Jedem das seine. Und folge dir. Ja, jetzt gehe ich aber tatsächlich erstmal dahin, wo Bruce vorhin war und schau noch mal kurz mir da die Stelle an. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn Jelly spontan flüchten muss, hat sie vielleicht irgendwas hinterlassen, was ich erkennen könnte. Ja. Das ist jetzt so ein halt spontan Intelligence Idee. Und Awareness. Oh, das und Investigation. Entschuldigung. Das andere wäre auch sehr interessant gewesen. Intelligence. Schwierigkeit ist 3. Bum, badam, bum, buff. Das ist ein... Das ist nur eine 10. Ja. Das kann er. Er kann besser denken, wenn er raucht. Hier unten ist ebenfalls ein Ascherhaufen zu sehen. Also so verteilt, weil er ist wahrscheinlich weggeweht worden, schon zum Teil. Irgendwelche Fußspuren. Nein. Blut oder sowas, was man halt sehen kann, was vielleicht wegführt, weil man weiß ja nicht. Nein. Er sorgt sich dahin, nimmt dann so ein bisschen was von der Asche, lässt das so durch die Finger gehen. Ich glaube, ich mache jetzt mal einen Willpower-Wurf. Ja, währenddessen bist du ja schon wieder reingegangen. Kommst wieder zu mir in die Tiefgarage? Nee, ich war ja schon vor dir. Also ich war ja direkt am Anfang, habe ich gesagt, komm, kein Bock auf euch. Gut, dann stehen wir schon länger zusammen in der Tiefgarage. Ich wäre wirklich wieder zurück in die Wohnung gegangen, wirklich nach oben und hätte halt, weil ja gesagt wurde, dass die sich jetzt, also dass die Gruppe jetzt woanders hingeht, hätte er die Aschehäufchen in Behältnisse getan. Wenn da Vasen sind, Vasen, wenn nicht Gläser oder so. Oder irgendwas. Kannst du machen. 2 Erfolge, was sagt es dir? Schlägt er mit der Faust auf den Boden und man hört, wie er richtig scharf die Luft einzieht. Dreht an das Gesicht so halb zur Seite und Scarlett kann sehen, wie ganz kurz so die Fangzähne zum Vorschein kommen und das Atmen aufhört. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Dann wieder... Weiß ich noch nicht. Okay. Möglicherweise haben sie jemanden umgebracht, der mir wichtig war. Das täte mir leid. Gehen wir zu den anderen. Ja. Sam erkennt es ja schon, Ronan steht so auf halber Schwelle zur Raserei. Sam wartet in der Tiefgarage auf ihn. Das heißt... Vor dem Fenster ist Asche. Seid ihr wieder reingekommen jetzt in die Tiefgarage? Mhm. Und du meinst? Vielleicht. Oder hast Sorgen? Ja. Würde das bei ihr überhaupt... Weiß ich nicht. Das ist eine berechtigte Frage. Lass uns davon ausgehen, dass es nicht sie war. Sondern dass ihr jemand durchs Fenster gefolgt ist und sie sich zu wehren wusste. Jelly ist nicht dumm. Gott, wer weiß, was sie schon wieder alles gegessen hatte. Jetzt muss ich zu Sabra. Ein Primogen fehlt, ja. Angriff auf ein Primogen sogar. Yay! 2 Kriege in einer Stadt. Das ist doch so eine verfickte Scheiße! In dem Moment gehe ich mal ins Bad. Und er nimmt mich so auch wahrscheinlich mitten über die Glasscherben. Bruce interessiert es gerade nicht. Er packt doch mit der Hand so richtig rein. Mhm. Passiert halt bei ihm nichts. Was ist? Was ist? Die sind ja in der Tiefgarage unten. Achso, dann höre ich sie wahrscheinlich andersrum. Da gehe ich zum Türrahmen. Brülle das Gleiche. Was? Lass uns in die Wohnung hochgehen. Wir brauchen jetzt hier nicht alles durchs Treppenhaus brüllen. Mhm. Ja. Also, willkommen, Bruce. Gut. Wenn ihr nach oben geht, seht ihr, dass an der Stelle, wo an der Türschwelle dieser Aschehaufen war, ist halt so ein, wahrscheinlich ein Glas oder sowas mit Asche drin. Was so ein bisschen mit so einem Kercher zusammengefegt wurde. Jetzt haben wir diesen verfickten... Dann gehe ich so Kreise in dem Raum auf und ab. Was ich nur eventuell gucken würde, von den Kampfspuren, die da sind, ich würde auf jeden Fall auch, also die Aussage ist auf jeden Fall glaubwürdig, dass das die Anarchen waren, also absolut safe. Also das können keine Menschen gemacht haben. Wie kannst du, also, wenn es Menschen gewesen wären gegen zwei Vampire, also... Na, ich weiß nicht, das wirkt jetzt nicht so, als hätten das Schrotkugeln oder sowas die Wand durchsieht. Das wirkt nicht, als wäre was rausgerissen worden. So. Das ist definitiv so. Das könnte auch Angela gewesen sein. Oder Jelly. Na gut, Jelly... Oder der Dicke. Jelly glaubt ja Bruce jetzt eher nicht. Oder auf so einer naiven Art und Weise. Aber das ist auf jeden Fall halt nicht irgendwie... Das sind nicht nur Schrotkugeln oder so. Okay. Nee. Geht. Wir müssen rausfinden, wie viele das waren. Weil ich meine, Mr. Hawaii-Hemd, also dick und doof, und Angela, die dürften eigentlich schon einiges zusammen ausgerichtet haben. Ja, es waren auf jeden Fall mehrere. Also Ronan würde jetzt mal sich wirklich konzentrieren, durchatmen, also richtig tief durchatmen und mal sagen, Bruce, bleib mal da stehen, Sam, stell ich mal da hin, Mist, bleib einfach da stehen. Bruce kann gerade nicht stehen bleiben. Ich gehe mal ins Treppenhaus. Wann er noch so Metallgerüste oder irgendwie sowas? Da oder draußen? Draußen schon, ja. Nein, aber bleib im Treppenhaus. Ja, man hört so ein Clear. Ja, so Schaben, Metall. Mach mal kurz einen Nose-Check. Moment. Wo ist er da? Gut, dass ich den wiederholen darf. Nee, Quatsch, ich darf gar nicht in dem Fall. Oder krieg ich einen Hunger, passiert. Ja, passiert. Ja. Ronan nimmt dann den Bindfaden aus seiner Tasche, einen Notizblock, Stift, wirklich völlig oldschool, und geht systematisch jedes Stück ab. Unten angefangen, wo die vermutlich reingekommen sind, und wird dann das Band quasi immer so legen, wie man halt Beweismittel ziehen würde, weil das halt in seinem Kopf dafür sorgt, dass er quasi sich halt wieder da rein versetzen kann, wie man das strukturiert durchgeht. Das macht er auch sehr akribisch. Ganz offensichtlich hat er das schon mal gemacht. Scarlett guckt ja auch ganz fasziniert dabei zu. Bisher kennt sie es nur aus Büchern, aber jetzt sieht sie mal sowas in Real Life. Das ist... Das zückt ihrerseits Notizbuch und schreibt alles mit. Es ist wirklich wie in den Büchern. Knips, 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 knips. So macht man das, knips. Also ich würde halt versuchen, genau festzuhalten, was hier passiert ist. Und vermutlich auch Rückschlüsse zu ziehen an den, ich gehe durch die Räume, schaue mir an, wo sind Handabdrücke, wo ist vielleicht jemand gegengeschleudert worden, was wurde aus der Verankerung gerissen. Mach doch nochmal einen Intelligence-Investigation-Wurf mit der Tatorten-Special. Ich würde gerne das Tier reizen. Ja, klar. Dann mach das zuerst. Rouse-Check, ne? Mhm. Jo, alles klar. Keinen Hunger mehr. Das war dann noch einer mehr, ne? Genau. Auf deinen Intelligence drauf. Intelligence, Investigation. Konnte ich das mit anwählen eigentlich? Ja, ne? Stimmt, das war ja mit diesem Bonus, ne? Genau. Intelligence. Dann nehme ich mir den Bonus von der Spezialisierung. Ist das kumulativ? Okay. Ich denke mal, weil das schon ziemlich schwer ist, 4 Erfolge brauchst du mindestens, damit du was rauskommst. Okay. Gucken wir mal. Ja, locker. Das sind 2 Erfolge mehr, als du brauchst. Und das heißt, ich würde mal sagen, du kannst mir 2 Fragen stellen, die ich dir darüber jetzt beantworten kann. Okay. Frage Nummer 1, weil vermutlich am wichtigsten, wie viele Angreifer waren es? Vermutlich 10. Wobei einige wahrscheinlich am Anfang einfach nur Schmiere gestanden haben oder halt Ausgänge gesichert haben oder so. Also du bist davon überzeugt, dass die auf jeden Fall versuchen wollten, Leute an der Flucht zu hindern. Mhm. Habe ich im Kopf, wie viele Anarchen es gab offiziell? Du hast einen Überblick vielleicht irgendwie, als dir vor dem Theater stand, das war schon ein ganzer Haufen. Also auf jeden Fall... Wer weiß, wie viel noch dazugekommen sind. Also auf jeden Fall mehr als ein Dutzend, meine ich, waren es gewesen vor dem Theater, ne? Ja. Ich glaube, alleine 5 sind ja mit ins Theater rein, wenn ich mich richtig erinnere. Und da waren ja noch mindestens ein Dutzend dann noch draußen. Wie viele Tote würde ich zählen? 2 im Hauptraum, den einen unten und der eine auf der Treppe. Also im Ganzen 4, ne? Ja. Die Asche vom Fenster aber mit einem Fragezeichen versehen. 3. Ja. Beim Verteidiger ist mir ja klar, das sind ja dann... Wie kommt es eigentlich, dass ihr ausgerechnet jetzt hier gewesen seid? Naja, so weit wurde ich da gar nicht gefragt. Die beiden sind auf mich zugekommen, ob ich sie heute hierher bringen kann, weil sie mit Angela sprechen wollten. Und mehr haben sie mir nicht gesagt. Woher kennst du die 2? Das ist eine lange Geschichte. Ja, ich glaube, wir haben hier Zeit, solange Ronan da beschäftigt ist. Und wir uns ja nicht bewegen sollen, um ihn nicht zu stören. Der Kontakt kam gar nicht mal über die beiden direkt. Es war noch mal ein anderer Kainit bei ihnen, ein Toreador. Und der war wohl mit meinem Sire bekannt. Ich habe ihn nur ein paar Mal gesehen, besonders viel Kontakt hatte ich nicht mit ihm. Und wie der Dicke vorhin gesagt hat, ein Gefallen für einen Gefallen. Also sag ich, spärliche Bekanntschaft. Mhm. Ich finde es nur interessant, dass Sie ausgerechnet heute hierher gekommen sind. Ich kann nicht wirklich sagen, warum. Sie sind auf mich zugekommen, ich habe sie hergefahren, habe unten gewartet und wurde mit dem Ergebnis präsentiert. Wow. Dass Sie jetzt schon Fahrer engagieren? Interessant. Stil echt Ventrue. Ja, sonst wollte John immer selber fahren. Hm. Wenn man La Sombra fahren lassen kann als Ventrue. Theoretisch müssen die ja noch nicht mal selber lenken. Wozu hat man den Schattententakel? Hat da nicht mehr viel mit Masquerade zu tun, aber hey. Und du kanntest also den anderen Toreador? Wie gesagt, eher vom Sehen. Vielleicht mal eine Begrüßung, hier und da ein bisschen Smalltalk, aber... Ist schon lange her. Und das ist schon lange her. Was heißt schon lange her? Naja, dass ich Kontakt mit ihm hatte. Das letzte Mal habe ich ihn ja auf dem Elysium gesehen, wo er... Ich denke, ich muss nicht weiterreden. Ich weiß nicht, was er wohl getan haben soll, beziehungsweise die Anklage. Ich fand das nicht gerechtfertigt. Tja, es hätte halt vielleicht jemand den Mund aufmachen müssen. Ich kannte ihn nicht gut genug. Weder ihn noch die anderen beiden. Und deine Stimme zählt hier eh nichts. Das muss ich niemandem erzählen. Du bist gemutet. Du bist gemutet. Du bist immer noch gemutet. Hm? Wenn Ronan was sagen wollte. Ich wollte Koali sagen, dass er gemutet ist und ich war selber gemutet. Das ist toll. Muteception. Also man ist wirklich beeindruckt, wie akribisch er das macht, aber das dauert natürlich dann auch. Ja, nach so 1-2 Minuten kommt dann Bruce wieder. Hemd ist so voll mit so Betonkrümmelchen. Dann wird das ja wieder müde geworden. Hast du den Flock noch? Ich jetzt, oder? Ja, den du gerade aus der Wand gezogen hast. Habe ich Ronan gegeben. Zieh die Krallen wieder ein. Tsching, tsching. Sind gerade an der Stelle, wo er einen Bindfaden hat und da mit so einem Messband dann an so einer Stelle steht, wo es so aussieht, als wäre ein Kopf irgendwo in die Wand gequetscht worden. Nicht Angela. Nicht Jelly. Also bestimmt, weiß nicht, eine halbe Stunde locker, würde ich sagen, braucht er dafür. Wenn ich einmal in der Bibliothek gewesen bin, hier zum Übersetzen und so, werde ich da den Scarlett gesehen haben? Du warst mal wahrscheinlich in dem Vorbau der Bibliothek. Das ist so, die hat so einen modernen Vorbau aus Glas und so einen Altbau als hinter. Und was Bruce als längerer Bewohner der Stadt weiß, ist, dass, naja, die Leute gehen halt, wenn dann, in den Neubau, so weil da die Computer stehen und so. Und hinten der ganze Altbau, wo die ganzen stinkigen, super alten Bücher sind, da geht so gut wie niemand hin. Hm? Als Kinder hat man sich, da war Bruce noch nicht klar, der ist ja als Erwachsener hingekommen. Ja. Aber die Kinder, die da in der Bibliothek manchmal sind, die machen sich so Spaß draus irgendwie. Wer am längsten im Altbau überlebt, bevor er zurückläuft, weil es da spukt. Ich hoffe, das hat nichts mit Scarlett zu tun. Das ist jetzt schon echt böse in dem Kontext. Ja. Es gibt eine Legende. Warte mal gucken, wie charmant Bruce gerade ist. Leider so überhaupt. Also du bist das Sprechgespenst aus dem alten Bibliotheksteil. Wow, also man hat mich echt schon als viel bezeichnet, aber noch nicht als Schreckgespenst. Frag das mal die Kinder, die da rauskommen. Ich meine, Kinder machen immer Unfug. Also ich meine, nur was halt auch mal in der Schule knarzt, gibt's da auch nicht gleich einen Oger oder sowas. Also sorry, du bist in der Bibliothek. Ja. Du merkst auch so richtig, er hat so richtig diesen dicken... Entschuldigung. Wie heißt du nochmal? Scarlett. Scarlett. Okay. Du bist hier der Taxi-Driver. Eigentlich nicht. Nur für heute Abend. Fragt mich nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Das war ein Fehler. Ich gehe... Normalerweise verlasse ich so gut wie nicht das Haus, außer zu besonderen Anlässen. Das war heute eine völlig spontane Aktion. Ich hätte ich gewusst, wie das endet, hätte ich keinen Schritt über die Türschwelle gesetzt. Mhm. Schaust du links und rechts? Na gut. Also du hast damit nichts zu tun? Nein. Was hast du mit den anderen beiden zu tun? Schau doch gerade so ein bisschen abgefuckt, so ich will jetzt los, ich will was machen gerade und dieses Warten geht ihm furchtbar auf den Keks, deswegen kommt jetzt dieser schlechte Smalltalk. Oh. Das kann man alles in seinem Gesicht ablesen und dieses, er will eigentlich gar nicht reden. Und die Zeit vertreiben. Also, wie gesagt, Bekanntschaft über einen dritten Kainiten, der meinen Sire kannte, sind seit geraumer Zeit bei mir und mehr gibt's dann nicht viel zu wissen. Cool. Ich schaue nochmal so, was schießt du hinter dich? So, was Ronan gerade so macht? Ja, Ronan, wie lange noch? Stör mich nicht in meiner Gedankenbibliothek. Moment. Das ist wie mit Sherlock Holmes. Die Filme kennst du aber, oder? Ja. Ja, klar. Kommt dann aber auch raus, also wieder zurück, verstaut alles. Hat sogar eine Lupe dabei gehabt. Eine Pfeife. Nein, da mag jede Menge Kippen. Mindestens 10 Mann. Mindestens 10 Anarchen sind hier eingedrungen und haben Party gefeiert. Einige standen unten und verteilt und haben die Ausgänge so abgesichert, dass niemand rauskommt. Sie wollten, dass niemand rauskommt. Sie wollten sicher gehen, dass niemand, denke ich, hiervon berichtet. Oder berichten kann. Angela, John und Herr Dicke müssen ausgeteilt haben wie die Berserker. Da Jelly nicht kämpfen kann. Soweit ich weiß. Soweit ich weiß. Kommt drauf an, was sie vorher gegessen hatten. Die Sackratte nochmal, sie hau ich ihm so aufs Maul. Ich könnte... Mhm. Wir haben leider keinen Beweis, dass er hier war. Ich bitte dich. Als ob ich einen Beweis dafür bräuchte. Ja, leider schon. Wir könnten Dick und Doof fragen. Ich schaue dich mit so einem Blick an mit, ich brauche keinen Beweis dafür. Also ich brauche keinen Beweis dafür. Das Ding ist jetzt folgendes, passt auf. Das hier, ich muss zu Sabra. Und du, eine Deute auf Scarlett. Was? Eigentlich auch. Oh oh. Warum? Was? Wieso? Zeugin. Ich hab nichts gesehen. Er hebt meine Braue. Das Einzige, was ich gesehen habe, sind Sie und der Dicke, der John unter den Arm hatte. Und davor habe ich nur gesehen, wie diese beiden das Gebäude betreten haben. Wann war das? Wann hast du die beiden hier abgesetzt? Kurze Frage, wann war das? Kurz vorher, oder? Ja, so eine halbe Stunde, bevor die gekommen sind. Na, dann vor eine halbe Stunde, bevor der Dicke wieder etwas gemixert neben meinem Auto stand. Hast du in der Zwischenzeit gesehen, dass die Anarchen angekommen sind? Also kamen hier Fahrzeuge, 20 Motorräder? Nein, überhaupt nicht. Nichts dergleichen. Also waren sie vermutlich schon drin? Vermutlich. Irgendwelche Geräusche, Lärm, das kann nicht geräuschlos gewesen sein. Da hat jemand den Schädel in 2 Teile gerissen. Da gab es ein bisschen Lärm, aber du hast halt laute Musik gehört im Auto. Also. Naja, also ich weiß ja nicht, wie Sie warten, wenn Sie im Auto sitzen. Ich habe versucht, mir die Zeit zu vertreiben. Ja gut, aber auch wenn Sie so warten, manche rauchen, andere hören Musik, lautstark. Ach. Tut mir leid. Wäre ja sonst auch zu einfach gewesen, oder? Das bedeutet aber vermutlich wirklich, Sie haben auf Sie gewartet. Und Sie haben Angela mitgenommen, weil sie vermutlich für eine Verräterin an ihrer Sache halten, weil sie zu Camarillo übergelaufen ist. Das hier. Was das jetzt für Anna bedeutet? Deswegen ja. Das hier wäre so schon mehr als heikel. Aber die Anarchen, einige von ihnen, haben einen Primogen dieser Stadt angegriffen. Das ist Hochverrat. Und bedeutet, in meiner Funktion, da sie einen theoretischen Sprecher haben, Adam, müssen wir den vorladen oder hinschleifen, wenn er sich nicht bewegen will. Und dann wird ein Exempel statuiert. Das Problem, bei ihm hinzuschleifen ist. Wir müssten ja erstmal wissen, wo er überhaupt ist. Richtig. Bisher haben wir noch keine Spur von ihm. Aber vielleicht, also Ronan schaut mal zu Bruce. Wenn die irgendwo da draußen sind, finde ich die. Mhm. Außerdem kennst du ja jemanden, der jemanden kennt. Wir müssen sicher gehen, dass er davon weiß oder wusste. Ich muss nur in seine Gedanken blicken. Dennoch, Sie haben hier nach den Aufzeichnungen von Andrew gesucht? Ehrlich gesagt glaube ich nicht. Was sollten Sie damit anfangen? Gerüchte gehört haben, dass man dass die vielleicht der Schlüssel dazu sind, die Stadt verlassen zu können? Das war ein typischer Brujah-Raid-Angriff. Wieso bräuchte man Aufzeichnungen, um die Stadt verlassen zu können? Hast du schon mal probiert, die Stadt zu verlassen? Nein, warum auch? Versuch es nicht. Puff, puff, puff. Wieso kommt mir ein Orchester entgegen? Nein, du bist tot. Korrekt. Oh. Willkommen in der Stadt ohne Namen, die eine Käseglocke für Vampire ist. Ich hasse diese Under-the-Dome-Scheiße hier. Echt. Das ist interessant. Das ist mir noch nie aufgefallen. Nun ja, wenn du deinen süßen Hintern aus dieser Bibliothek nie rausbewegt hast, dann ist das ja auch kein Wunder. Punkt für dich. Oh, ich sollte vielleicht mal in die Bibliothek, war ich schon lange nicht mehr. Ich glaube noch nie, seit ich hier war. Oh, schön. Das ist ja das Schöne, da geht nie jemand hin. Mhm. Also Ronan seufzt dann. Wenn du nicht so mitkommen willst, Bruce. Du weißt schon. Zeremoniellen Scheißding. Dann legst schon mal los mit dem, in dem du gut bist. Ich will erstmal nach Hause. Muss gucken, ob sie da ist. Ich werde es jetzt machen. Das ist zu krass hier, der. Sei auf jeden Fall vorsichtig. Vielleicht sind die mit Angela rumhingen, auch Zielscheibe der Anarchen. Der Typ war bei uns zu Hause. Mhm. Soll ich mit Bruce gehen, während ihr zwei zu Sabra geht? Von mir aus kann auch Scarlett unten warten. Okay. Ronan seufzt dann kurz, greift wirklich jetzt unter sein Hemd, ganz nach unten quasi, und holt einen vergoldeten Ring raus, der das Zeichen der Tremere trägt. Und steckt ihn sich an den Finger. Ach, so einer sind Sie. Ja, ich bin Ide. Jedem das eine. Allerdings sieht der Ring ein bisschen komisch aus, weil der hat neben dem normalen Clan-Symbol ringsumherlaufen eine Kette. Du bist gemutet. Fährt Ronan mit Scarlett zu Sabra und Sam und Bruce fahren zu Anna. Yep. Yay, never split the party. Lasst uns aufteilen, dann können wir effizienter suchen. Naja, Ronan weiß ja einfach, dass Bruce da verloren ist und dann kann ihn auch... Was soll ich bei der? Die ist ja, und ich kann Bruce nicht alleine lassen. Das ist übrigens eine gute Idee, so, wenn du jetzt zu Bruce und mit zu Anna fährst. Das gibt doch bestimmt keinen komischen Blick. Boah, ich werde im Auto sitzen bleiben erstmal. Was ist das für ein Parfum, Bruce? Wir haben ein anderes Problem. Hallo, Sam. Die gibt's jetzt zweimal. Ja, fangen wir mal bei Ronan und Scarlett an, die bei Sabra irgendwie im Anwesen sind. Dieser lange Tisch in dem Empfangszimmer mit diesem thronartigen Stuhl. Auf dem Weg dahin wirkt er auch sehr, sehr nervös. Und erst kurz vorher kriegt er sich so ein bisschen wieder ein. Im Raum steht im hinteren Bereich neben zwei Vorhängen steht ja eine Silhouette, kaum zu sehen. Aber wenn man genauer hinsieht, entdeckt man ja die Seneschall, die da steht. Ja, also Ronan tritt halt so um den Schreibtisch rum und bleibt dann so auf 4-5 Meter Entfernung stehen. Ja, ich schreibe, ja. Sabra sitzt mit übereinander geschlagenen Beinen. Ach, schön. Oh. Hatten wir uns nicht für nächste Woche verabredet? Und wen hast du denn da mitgebracht? Guten Abend, mein Prinz, und ich verbeuge mich. Scarlett. Ah. Kriegst du einen verächtlichen Blick? Ich versuche ihn zu ignorieren. Ventrue und La Sombra, das ist einfach nur schön. Das ist richtig, aber es ist etwas vorgefallen. Ja, ich hörte von der Flammenschrift. Das habe ich geklärt. Hm, gut. Ich habe allerdings keinen festen Unterschlupf mehr, sondern ich beziehe verschiedene Domizile über die Stadt verteilt. Sehr schlau. Ich war schon gezwungen, für ein paar kleinere Aufträge den ehemaligen Hund des Ex-Sheriff zu engagieren. Ich musste wirklich sicher gehen. Verständlich. Ronan räuspert sich. Heute Nacht ist vor ungefähr einer Stunde ein Angriff durch die Anarchen auf ein Primogen erfolgt. Auf wen? Angela. Kurze Erleichterung im Gesicht von Sabra. Ich denke, Sie sehen in ihr eine Verräterin ihrer eigenen Sache. Dann bemüht sie sich, ziemlich empört auszusehen. Oh, das geht ja gar nicht. Mindestens 10 Angreifer. Einige davon sind getötet worden. Sie haben wohl schon auf sie gewartet. Hm. Das ist ein grober Verstoß gegen das, was wir mit ihnen ausgemacht haben. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so dumm sind. Es ist nicht klar, ob es von ihrem Sprecher Adam ausging oder ob es eine Alleinaktion war, aber da er ihr Stellvertreter ist, müssen wir ihn vorladen. Zumindest hat er für sie auf dem Elysium gesprochen. Wir müssten ihn vorladen. Das sehe ich auch so. Und wenn er nicht freiwillig kommt, beschaffen wir ihn her. Mhm. Ich werde der Harpie Bescheid sagen, dass sie ihm Bescheid sagen soll. Vorladen. Oder wollt ihr das tun? Ich habe bereits jemanden beauftragt, der die Anarchen ausfindig machen soll. Oh, wen? Anna. Hm. Natürlich. Ich denke, sie wird helfen können. Aber wenn sie Jagd machen auf Abtrünnige, ist sie dann nicht auch in Gefahr und würde dann nicht ins offene Messer laufen? Ich glaube aber, dass ich es die Brujah mehrmals überlegen, eine vorbereitete Gangwall anzugreifen. Hm. Vielleicht erwarten sie, dass sie kommt. Meine erste Pflicht bestand darin, Meldung zu machen und schon mal das in Auftrag zu geben. Ich weiß nicht, ich erlaube es nicht, dass nach ein Primogen in Gefahr gerät. Ich werde mich darum kümmern. So schnell wie möglich. Ich schlage überdies so bald wie möglich eine Sondersitzung, außerplanmäßiges Treffen des Primogensrates vor, um diese Angelegenheit zu besprechen und um die Angelegenheit mit der zweiten Inquisition zu besprechen, wie wir uns verhalten sollen. Dem stimme ich zu. Da mir diese Sache mit der Flammenschrift 1 sehr deutlich gemacht hat, wo unsere Schwachstelle liegt. Hm, bei dir. In der Technik. Was hat die Flammenschrift mit Technik zu tun? Es existieren von jedem, der irgendwo herumläuft, Aufzeichnungen, Bilder, Kameraübertragungen. Und mit ein bisschen Recherche kann man ziemlich leicht auf einen Hintergrund überprüfen oder jemanden verfolgen. Man braucht nur ein Wärmesichtgerät, um festzustellen, ob jemand ein Vampir ist oder nicht. Hm. Die Technik und Moderne ist die Feind von allen, die, Verzeihung, in den letzten 50 Jahre und länger schon als Kaini zugebracht haben. Deswegen sollten wir versuchen, die Technik zu meiden. Der Feind nutzt sie, also müssen wir eine Möglichkeit finden, entweder gegenzusteuern oder ihr auszuweichen. Ich werde etwas veranlassen. Bitten Erlaubnis werde ich mich jetzt um das Primogen der Gangwall kümmern. Ja. Ich schicke nach Sam. Ich kann das auch erledigen, wenn ich schon unterwegs bin. Zieht so eine Augenbraue hoch. Wenn ich eh schon unterwegs bin. Bitte? Aber warum hast du sie mitgebracht? Ich werfe einen interessierten Blick auf Ronan. Sie beschmutzt mein Anwesen. Das tut mir leid, mein Prinz. Und ich lächle charmant. Ich hatte sie am Tatort vorgefunden und einer Befragung unterzogen, aber sie hat nichts damit zu tun. Ich hielt es aber für meine Pflicht, sie jetzt nicht irgendwo alleine stehen zu lassen. Bist du sicher? Ja. Sie ist das Kind von einem Mörder. Streng genommen sind wir das alle. Einem Verräter. Da wird's schwierig. Einem, der das Wohlwollen der Camarilla enttäuscht hat. Wäre es nach mir gegangen, hätte man dich gleich mit über den Jordan geschickt. Kleines. Darüber können wir uns ja ausreichend unterhalten. Also, Ronan wirft mir jetzt so einen Seitenblick zu. Aber was Edu beschlossen hat, soll gelten. Bis wir etwas anderes finden, was dich belastet. Oder du einen Fehler machst. Zu gütig, mein Prinz. Achte auf sie, Sheriff. Das werde ich. Ich mache dich für sie mitverantwortlich. Ronan greift sich an den Ring, streicht da einmal so drüber und macht so eine kreisende Handbewegung. Ich möchte nicht, dass mir jemand in den Rücken fällt. Das ist gewiss nicht meine Absicht, mein Prinz. Natürlich. Wir sollten alle auf der Hut sein vor einem Schatten. In der Tat. Sonst noch was? Ich hoffe, dass diese Nacht nichts mehr passiert. Dann gehe und führe meine Fehler aus. Sehr wohl. Verbeugt sich leicht. Ja. Dann geht ihr wieder hinaus. Also ein ganzes Stück, noch ein Stück weiter weg, noch ein Stück weiter weg und oh, ein Goldstück, nicht wahr? Sieht hier jetzt übrigens so aus, das kannst du halt jetzt erkennen, der Ring, als er den gedreht hat, die Kette ist komplett das Tremere-Zeichen in 2 Teile gerissen, also beim Drehen. Oh. Ja, herzallerliebst, unser Prinz. Hör bloß auf. Diesmal kam ich noch glimpflich davon. Sie redet öfter so mit dir? Nein, ich habe sie enttäuscht. Das tut mir leid. Beim letzten Mal haben wir geknutscht. Santa so tippt sich an die Nase. Sie gibt dir so einen Blick, so, wenn du da jetzt stolz drauf sein willst, einen Ventrue geküsst zu haben, bitte. Als Tremere, ja. Darf man mal sein? Gut, und die Geschichte mit dem Erzeuger würde mich brennend interessieren. Nun ja, mein Sire, Alexander Moore mit Namen, sollte dir was sagen. Zumindest vom Hörensagen her. Er wurde zum Tode verurteilt, weil er angeblich die ehemalige Seneschall angegriffen hat. Das Urteil wurde von Malcolm vollstreckt. Aber die Sache stinkt zum Himmel. Alexander hätte sowas nicht getan. Veronica Guerrero. Korrekt. Ach, na, sieh mal einer an. Zückt sein Notizblock. Er ist wieder in seinem Element. Faszinierend, sie machen ihrem Berufsstand alle Ehre. Mit Komplimenten erreichst du bei mir alles. Ich schieb dich so ein bisschen aus der Tür raus. Also dann auf zu Anna. Apropos, da kommen Bruce und Sam gerade an. Ja, während der Fahrt habe ich ganz kurz einen Würgereiz bekommen. Ich weiß gar nicht, woher der kam. Irgendwie hat die Luft kurz so schlecht gerochen. Ne? Es stank so nach ekelhaftem... Was weiß ich auch immer. Wir kommen vor der Haustür an, ich springe aus dem Auto. Ja. Mache dann wieder. Ich schmeiße dir den Schlüssel, oder ich lege den Schlüssel auf den Beifahrersitz, wie auch immer, ich gebe ihn dir in die Hand, dann Tür auf, raus. Kram so in meiner Hosentasche, hole so einen Schlüsselbund hervor. 1, 2, 3, 4, der. Dann trifft das Loch einfach nicht und dann. Und dann renne ich durch das Treppenhaus nach oben, erste Etage. Ihr habt ja so ein ebenerdiges Bungalow gehabt. Also von daher. Ah ja, ja. Irgendwie auch immer. Ja, so ein 4er, ne? Und ihr habt ja ein Viertel davon. Mhm. Ja. Ja, wahrscheinlich würde ich Bruce dann doch irgendwann langsam folgen, nach dem Motto, ich kann immer noch sagen, ich bin als Harpier hier. Ich kann immer noch sagen, ich bin als Harpier hier. Ich gebe ihm $2000 für den Job. Ja. Ja, du findest Anna mit einem Buch auf der Couch liegend. Hätten die Füße so übereinander geschlagen. Und so Schluffklamotten. Ja, ich klong, hau die Tür auf, bete, dass da gerade keine Katze vorliegt. Wenn nicht, wenn die gerade auf schon. Nein, die Katze liegt bei Anna auf dem Bauch. Ja, ich kann ja gar nicht aus der Puste an. Ich habe gar keine Puste. Aber ich stehe da und mein Brustkorb hebt sich so wahrscheinlich noch aus der Gewohnheit. Anna, geht's dir gut? Ich renne auf die Couch und gehe auf die Knie und drücke sie erstmal so. Ja? Oder arm sie so. Wir müssen los, pack die Sachen. Warum? Wohin? Weil sie Angela geholt haben. Wer ist sie? Die Anarchen sind bei denen eingebrochen. So ein Quatsch. Das ist kein Quatsch. Oh. Schaut so zwischen Sam und Bruce hin und her, zieht eine Augenbraue hoch. Ja, Bruce beachtet das gar nicht. Der ist wieder aufgesprungen, rennt ins Schlafzimmer und man hört ein wildes Klamotten aus dem Schrank geziehe und auf den Boden werfen. Sam sieht, wie Anna die Katze langsam und behäblich so vom Bauch wegnimmt, die sich dagegen wehrt und auf die Couch setzt und dann sich in die Tür stellt, so mit den Armen so nach oben macht. Was denkst du, was du da tust? Sachen zusammen... Jetzt. Ja, genau, das wollte ich ja, Bruce. Ja. Sachen zusammenpacken, wir müssen irgendwo weg. Ich hab dich gestern Abend nicht mehr angetroffen. Es läuft so viel Scheiße gerade ab. Ganz ruhig, eins nach dem anderen. Pack die Hemden wieder in den Schrank. Na, ich pack die so auf den Haufen, den ich vorhin da schon gemacht habe. Haha, Klatsch. Anna, Bruce hat recht. Angela wurde von den Anarchen überfallen und entführt. Aber die Inquisition ist hier. Die suchen schon nach uns. Ich habe doch gesagt, ich bin zu Henry. Da waren die im Bus. Haben kontrolliert. Bin mir ziemlich sicher. Da können wir uns nicht absolut sicher sein, aber dass Angela entführt worden ist, das wissen wir mit Sicherheit. Ich bin mir da absolut sicher. Deswegen, wir müssen hier irgendwo weg. Erinnerst du dich noch? Ich stelle ihr dann irgendwie so diese Höhlenformation da. Irgendwo, wo wir sicher sind, nicht in der Stadt. Mit den Kameras und so. Ich finde es hier ziemlich sicher. Ich bisher auch. Aber... Na dann, aber pack die Hemden wieder zurück. Na, Bruce hat recht. Adam weiß, wo wir sind. Wenn das so ein Racheaktionsdingsbums war, werden die kommen und dich holen wollen. So ein Quatsch, das würden sie niemals machen. Warum sollten sie? Sie haben es auch mit Angela gemacht. Sie könnten deine Entscheidung... Sagt wer? Ich, sagt er. Und woher Sheriff, weißt du das? Wir waren bei denen zu Hause, die sind eingebrochen, da sind Stücke aus der Wand gerissen. Ja. Roy meint, da waren 10 Leute. Wow. Und weggekloppt. Warum sollen es Anarchen sein? Es gibt Zeugen, die mit in den Kampf verwickelt waren. Wen? John, der Dicke. Schaut jetzt so Sam an, mit so einem ernsthaft Klingen. Ich hole eine Sporttasche währenddessen. Also John hat uns die Auskunft nicht gegeben, die ging von dem Dicken aus und gelogen hat er bisher eher selten. Ich denke, wenn die Anarchen was machen würden, wüsste ich davon. Hattest du denn Kontakt zu den Anarchen in letzter Zeit und vor allem zu diesem Adam? Mein Kenntnisstand ist, dass ihr vor dem Elysium Kontakt hattet. Ja, ich treffe mich regelmäßig mit denen und? Das ist nicht, das ist nicht verboten. Anna. Adam hat vor, dem Prinzen zu erscheinen. Hat er das? Ja, das hat er. Er ist der Sprecher der Anarchen. Es steht im Raum, dass die Anarchen einen der Primogen angegriffen haben. Dann sollte er das machen und das aus dem Weg räumen, weil das kann nicht stimmen. Deshalb hat er vor, dem Prinzen zu erscheinen. Wo kann ich Adam finden, dass ich ihm diese Einladung persönlich überbringen kann? Hm. Es gibt einen stillen Briefkasten im Park. Gut. So, jetzt, Bruce, jetzt beruhig dich. Ich kenne diese Leute besser, als ich dich kenne vielleicht. Und die machen solche Sachen nicht mit mir. Und schon gar nicht mit Angela oder irgendwem anders. Wenn sie gewollt hätten, hätten sie die Camarilla dieser Stadt schon lange überrannt. Hätten das Theater angezündet, wenn sie gewollt hätten. Dann hätten sie uns alle gleichzeitig erwischt. Warum sollen sie jetzt einen Primogenen führen? Das macht keinen Sinn, Bruce. Selbst wenn. Ist mir egal. Das andere ist für mich nicht... Die sind hier. Da bin ich mir sicher. 100%ig. Und wenn die von du weißt schon was wissen, ich schaue sie so sehr eindringlich an, dann sind sie wahrscheinlich auch dir auf der Spur. Von wem reden wir jetzt? Von der Inquisition. Von den Anarchen. Nicht von der Inquisition. Ach, die Inquisition. Die sind ein ganz anderes Problem. Das ist für mich viel schlimmer. Und die sind wirklich hier. Ich bin mir da, egal was die anderen sagen, schau so kurz zu Sim, 100%ig sicher. Und das ist nicht übertrieben. Ich bin mir 100%ig sicher. Henry, du weißt, der Prepper, er weiß auch schon von uns. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir den kontaktiert oder sowas. Vielleicht, ich weiß es nicht. Bruce, wenn Henry davon weiß, müssen wir dagegen was machen. Ja. Aber erstmal müssen wir hier weg. Und nicht für immer. Wohin denn? Ich habe mir einen Ort ausgedacht. Ich weiß einen Ort. Wo? Eine andere Höhle in der Wüste erstmal. Ich nehme die Sachen mit. Und eine Höhle? Wirklich? Schau sie so wirklich so an mit. Ich weiß es auch nicht. Oder ihr mietet euch irgendwo ein. Ins Motel oder sowas, meinetwegen. Außerhalb. Von welchem Geld? Ich habe noch ein bisschen Erspartes übrig. Das reicht für 4 Tage. 4 Tage könnten unter Umständen ja schon reichen. Und ich würde dir auch dringend nahelegen, bis diese Sache offiziell geklärt worden ist, Abstand davon zu nehmen, dich mit den Anarchen zu treffen. Bitte. Na gut, nur weil du es bist. Ich gehe so hin und drück sie einmal richtig und halt so mit meiner rechten Hand ihren Kopf. Danke, danke. Deswegen pack deine Sachen ein. Ich weiß nicht, was du mitnehmen willst. Oh, ich muss das Katzenfutter mitnehmen. Gehe ich zu. Also ich hole so 2 Sporttaschen raus, wo so ein paar Löcher schon drin sind. Nimm so einfach nur so, also nimm so, ne, aus keiner Gewohnheit so ein paar Hemden mit. Als ich dann zu viel Platz wegnehme, merke ich, ich brauche keine weiteren Hemden mehr. Das dann so in der Ecke. Oder nochmal eine Hose mit. Und ja, dann ist da Katzenfutter. Na dann ja. Los. Danke. Ins Motel am Highway? Richtig. Ich kann euch gerne hinbringen. Dann kannst du mir auf dem Weg direkt auch, ins Nachbarzimmer der Hunter. Dann kannst du mir auf dem Weg auch genau beschreiben, wo ich diesen stummen Briefkasten finde, damit ich diese Einladung vorbringen kann. Oder die Vorladung. Ja, gerne. Ja. Wie gesagt, ich packe alles ein. Und sobald, also Klamotten brauchen wir ja nun mal nicht. Ich hatte ja, wir hatten auch eine sehr nette Nachbarin, ne? Die hatten uns vorgestellt. Obwohl. Nee, Bruce wird es ja nicht anmelden. So kann ich auch zeigen. Er wird es auf jeden Fall nicht anmelden. Dann packt er das Nötigste ein. Das meiste ist halt wirklich so für die Katzen halt. Irgendwie, weil Klamotten braucht er halt nicht und so. Hat halt alles dabei. Was er halt mitnimmt, ist der Koffer, den er von Henry bekommen hat. Mit dem Gewehr da drin. Ja, wie gesagt, nimm halt das Gröbste mit, irgendwie so ein paar Utensilien halt, ne? Alles, was man so wirklich zum Leben braucht. Und ja, dann vor allem noch holt er dann aus der letzten Ecke des Schrankes, die gedacht hat, das eigentlich nie benutzt würde, so einen einigermaßen kaputten Katzenkorb, so, ne, dieses Körbchen. Und dann, da ist aber nur einer, wirklich, also, ne? Ich habe keine Katze, ich weiß nicht, was man normalerweise machen müsste, und dann schiebe ich erstmal so Cheddar rein. Oh, ne? Hoffe, dass er nicht den Weg blockiert, weil er ein bisschen moppeliger ist. Oh, das geht schon. Dann gehe ich so zu Boogie und ebenso und für die paar Momente nicht kratzen. Bitte. Bitte. Und ich kraule ihn so, wirklich so ganz zärtlich, so wie, es, also, wie ich es eigentlich immer mache. Ich habe Boogie lieb. Bitte, bitte, Boogie. Einmal nicht laut sein. Ja, das ist die Szene, wo Scarlett und Ronan dann an dem Haus ankommen. Ja, dann seht ihr gerade so wie Bruce auf dem Boden kniet. Links neben ihm ist so eine Katzbox mit so einer fetten, also etwas fetteren, dickeren Katze drin. Und Bruce krault gerade so eine, diese grau-schwarz getierten Katzen so unten im Kinn. Einfach einmal ruhig sein. Einmal ruhig sein, ja. Dann, wow. Bitte. Fast wie in Ägypten. Hä? Was? Da sieht man ja, wenn die Hosen schnell zurück. Hey, und du hast den Kopf noch auf den Schultern. War es wohl nicht so schlimm, wie du befürchtet hast, oder? Wo ist das Lastfutter? Oh, sie ist pisst. Auf mich. Mich mag sie einfach so nicht. Das ist, glaube ich, dein Geburtsvorrecht, ha? Also, wen mag Sabra denn überhaupt? Du kriegst so ein wirklich diese Frage jetzt. Adam soll vorgeladen werden und es wird eine Sondersitzung des Primogensrats geben. Hm, interessant. Sowohl zu der möglichen, er sagt es auch so, Anarchenbedrohung, als auch zu der definitiven Bedrohung durch die zweite Inquisition und das Problem, was wir mit ihnen haben. Du glaubst nicht wirklich daran, dass es eine Anarchenbedrohung gibt, Ronan, oder? Auch Anna, ich bitte dich. Komm schon, Sheriff. Glaube ist hier nicht von Belang. Fakten muss ich haben. Das, was die Wohnung verwüstet hat, war definitiv übermenschlich. Das können keine Menschen gemacht haben. Wenn es keine Kainiten waren. Und ich habe keine Krallen oder so gefunden. Also keine Krallenspuren. Nur rohe Gewalteinwendung. Ich wüsste nicht, was es das sonst noch gäbe, außer wir reden hier über... Aru. Hä? Was? Scheut so im Hintergrund hin und her, hat so ein paar Dosen Nassfutter. Dann, Sheriff, haben wir ein ganz neues Problem. Fakt ist, wir können keinen Zwei-Fronten-Krieg führen. Oder Drei-Fronten-Krieg. Ihre Hoheit möchte, dass kein Primogen mehr leiden muss. Ihre Betroffenheit über Angela war kaum zu übersehen. Sam guckt dich mit dem schiefgelegten Kopf an, so nach Motto, ernsthaft? Und ich soll dafür sorgen, dass es dir gut geht. Siehst du, Bruce? Der Sheriff passt auf mich auf. Ja, und ich auch. Weil ich weiß, dass der Sheriff auf mich aufpassen soll. Tut mir leid. So kurz das Blinzeln? Ja. Arsch. Ich bitte so Decken gerade zusammen, stopfe Kissen noch rein, dann Fuß drauf. Anna, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Es könnte einige sehr unzufriedene Anarchen gewesen sein. Möglich. Es könnte auch nur ein ganz übler Spaß gewesen sein. Oder es reicht auch, wenn Angela pumpig war und einer ausgerastet ist und dann gab es eine Kettenreaktion. Fakt ist aber, Jelly war da. Und jetzt ist sie es nicht mehr. Dann sollten wir sie suchen. Ja. Hm. Ich denke, Bruce passt gut auf mich auf. Wir sind auf dem Weg zum Motel. Du brauchst nicht auf mich achten, Ronan. Pro forma abgehakt, dass ich es gemacht habe. Ich habe dich bei bester Gesundheit vorgefunden. Ich habe Anna schon nahegelegt, Treffen mit den Anarchen in der nächsten Zeit vielleicht zu unterlassen, bis das eindeutig vor dem Prinzen geklärt wurde. Wobei ich mir noch nicht mal sicher bin, ob das so clever wäre. Wenn es hier tatsächlich damit drin hängen sollten, ist das ein Verdachtsmoment. Vielleicht nicht allein in eine ganze Gruppe reinlaufen, aber... Nun ja, aber für mich wäre nachher, heißt es hier, schau mal, diese Primogen hat konspirativ was mit den Anarchen am Hut. Das ist die andere Sache. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass Sabra darauf abzielt. Von daher wäre es besser, diese Kontakte, ich meine, wir setzen Adam, ich weiß, wie wir ihn erreichen können, wir setzen ihm einfach eine entsprechend enge Frist, in der er sich zurückzumelden hat. Und wenn er nicht freiwillig erscheint innerhalb dieser Frist? Müssen wir ihn holen lassen. Allerdings habe ich dann wirklich keine weitere Möglichkeit, die Anarchen zu schonen, wenn sie unschuldig sind. Ich muss einen Beweis haben. Ich muss einen Schuldigen haben. Und ich will, und er schaut jetzt Anna sehr eindringlich an, und ich will keinen serviert bekommen, der nichts gemacht hat. Ich will die Wahrheit. Die interessiert mich. Nicht eine Strafe. Nun ja, aber jetzt gehen wir davon aus, die Anarchen haben tatsächlich nichts damit zu tun. Dann sollte es ja für Adam eigentlich kein Problem sein, innerhalb kürzester Zeit für eine Anhörung bei Sabra zu erscheinen, oder? Dann ist aber die Frage, warum der Dicke sagen sollte, es wären die Anarchen gewesen, wenn sie es nicht waren. Weil der Dicke und John vielleicht eigene Pläne in dieser Stadt verfolgen. Wir wissen immer noch nicht, mit wem John da telefoniert hat. Wann? Das können wir ja alles erfragen. Das ist schon eine Weile her. John neigt dazu, ein eigenes Süppchen zu kochen. Klüngel stellt für John einen sehr dehnbaren Begriff dar. Aber es wäre genial, wenn man die Stadt ins Chaos stürzen will, den Anarchen das in die Schuhe zu schieben, wenn man sich einfach als Rocker verkleidet oder welche dominiert. Oder jemand, der die Anarchen aus der Stadt haben möchte und so etwas fingiert, um die Anarchen loszuwerden. Würde es zu einer Konfrontation kommen, es müsste jetzt nur ein weiteres Primogen angegriffen werden, da gibt es eine Blutjagd auf die Anarchen. Eben. Und wenn die Anarchen jemanden einem Dorn im Auge sind, wäre das eine effiziente Variante, sie loszuwerden. Habe ich mal gelesen, solche Intrigenspielchen. Ja, zum Kotzen. Mhm. Schau so ein bisschen Scarlett an. Ja, ist klar. Aber dir vertrauen sie, Anna, oder? Die Anarchen. Ich denke. Vielleicht hörst du irgendwas. Das wird sich rumsprechen, dass da was vorgefallen ist. Soll ich mich jetzt mit ihnen treffen oder nicht? Schau zu Bruce. Ich würde sagen, wir versuchen das. Ich kann einem Primogen keinen Befehl erteilen. Das kann er auch nicht. Mhm. Stimmt. Primogenen, ja. Weißt du, es gibt ein chinesisches Sprichwort. Es ist oftmals der gute Schwimmer, der ertrinkt. Mhm. Weil er seine Kräfte über- und andere unterschätzt. Ich denke, wir fahren jetzt erstmal zu dem Hotel. Bitte. Kann diese Hibbeligkeit von Bruce nicht ausstehen. Das hat nichts mehr mit hibbelig zu tun, der ist geladen. Du kannst ja einfach in den nächsten Tagen vorsichtig sein. Ach, und Anna? Ich bin und immer wenn es vorsichtig. So ist, um Bruce Nerven zu schonen. Keine Kameras. Mhm. Am besten sieht man keinen von euch beiden auf irgendeiner Kamera. wenn ihr es verhindern könnt. Wenn ihr Elternbrieb mit Kapuze. Ich habe ja die Pläne. Kurze Frage. In diesem Bungalow-Komplex. A, sind da Kameras? Oder ja, Nummer. B, gibt es da irgendwo zwischen diesen Bungalows irgendwie einen Eingang zur Kanalisation, so einen Gullideckel, von dem ich wüsste? Klar gibt es da Gullideckel, ja. Aber keine Kameras, nee. Wie gesagt, das ist nur ein großes Bungalow in 4 Teile und dann einen davon habt ihr. Ach so, ja, dann einfach irgendeine Stelle, wo halt keine Kameras sind. Ich habe die Karten. Da ungesehen hinzukommen, kriege ich hin. Dann los. Ich sag Bescheid, sobald das, oder über Sam geht das dann, sobald das Primogens-Treffen anberaumt wird. Ich denke, er zögert kurz. Expertise, was die zweite Inquisition betrifft, ist wertvoll. Er zuckt ein bisschen hilflos mit den Schultern. In der Mangelung eines besseren Begriffs. Mhm. Gut, können wir los? Ja. Also Bruce und Anna machen sich auf den Weg zum Motel. Was machen die anderen 3? Scheiße, ey. Ratlos von A nach B gucken. Also man merkt, also Ronans Wut ist quasi hier komplett verraucht und das Gehirn so läuft auf Dauerschleife. Ich müsste kurz in meinem Büro vorbei, um diese Vorladung aufzusetzen. Am besten überbringen wir sie dann auch gleich. Das war der Plan. Sollen wir sie beide zeichnen? Mhm. Es ist auch der offizielle Auftrag von Sabra, dass du das in die Wege leitest, weil das die Aufgabe der Harpie ist, die Vorladung auszustellen. Du kannst ja trotzdem mitzeichnen, oder? Ja, natürlich. Um dem Ganzen mehr Gewicht zu verleihen. Ich würde auch da warten, ob sie gleich schon abgeholt wird. Glaubst du tatsächlich, dass sie das tun würden? Ich habe keine Ahnung, was sie tun würden. Das sind Brujah. Größtenteils. Brujah sind dumm? Nein, Brujah sind unberechenbar. Temperamentvoll. Gut, hältst du es für schlau, sie mitzunehmen? Oder sollen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt wieder treffen? So wie Sabra auf sie reagiert hat, Ron schmunzelt so ein bisschen. Weißt du, Sam, ich glaube, ich müsste nur sagen, sie hat mich schief angeguckt, ich habe sie erschossen, würde Sabra sagen, gut gemacht. Du möchtest damit sagen, du traust dir. So, der Feind meines Feindes. Wenn jemand mehr in der Scheiße steckt als ich, ist sie das. Beantworte mir die Frage direkt. Du vertraust dir weit genug, dass wir sie mitnehmen? Ich lasse die Schatten auch da, wo ihr sie sehen könnt. Was ist das für ein Gerede von Schatten? Erzähle ich dir später mal. Okay. Scarlett? Ja. Kann man dir trauen? Bestimmt. Witz und Insight. Ja, genau. Ich reize das Tier. Einmal noch würfeln heute. Und ich kriege Hunger, glaube ich. Ne? Ja, ich kriege Hunger. Bascht. Wo ist ein Witz da? So. Dann. Den Würfel krieg ich dann nicht oder krieg ich trotzdem? Den kriegst du trotzdem. Kriegst du immer. Okay. Das sind 5 Erfolge. Ne, sogar mehr, doppelt 10. Oh ja, Tatsache. Das sind dann 7 Erfolge. Oh. Mit der Spezialisierung auch versteckte Motive zu erkennen. Na dann, also, pack mal aus, Scarlett. Schau an, als du das sagst, oh, geht langsam eine Augenbraue hoch. Mein Name ist Ronan O'Connor. Ich war Profiler bei der Polizei in der Schulung zum FBI. Ich kann riechen, wenn jemand lügt. Und ich reagiere auf Lügen sehr empfindlich. Und ich bin Sheriff. Vollkommen in Ordnung. Und ich kann Gedanken lesen. Der schmunzelt wieder ein bisschen. In Ordnung? Also. Machen mal Wits und Awareness, Scarlett. Ich mache Wits und... Das hat da vorhin schon nicht funktioniert. Moment. Ich glaube, die klopft einfach wieder. Ne? Ups. Bei allem, was mit Detektivkram zu tun hat, sind sie wieder da. Ui. 2 Erfolge. Ja, diesmal erkennst du, weil Ronan dich hier so intensiv anguckt und dich so mustert und so, sich so vor dir, so präsent vor dir aufbaut, versucht Eindruck zu schinden. Hast du das Gefühl, dass irgendwie in Ronan drin eine Gestalt sich formiert, kurzzeitig? Das kommt mir spanisch vor, oder? Okay. Sowas hast du schon mal gesehen. Das ist irgendwie, manchmal passiert das in der Bibliothek auch. Ah! Es ist wirklich so ein. Okay. Willst du es genauer ansehen? Oh ja, sehr gerne, sehr gerne. Willst du dazu eine Kraft nutzen? Das wäre dann Auspex 1, oder? Zum Beispiel? Mhm. Ja, würde ich gerne nutzen. Hatten wir die Oblivion-Kraft dir schon gegeben? Oder war das die du noch kaufen wolltest mit dem Geistersehen? Also Oblivion Sight hätte ich. Mhm. Oder dann nehme ich die. Da muss ich nur gucken, was ich da machen muss. Ja, Moment, ich muss gerade nochmal in deinen Charakterbogen nochmal reinschauen. Mhm. Moment. Super vorbereiteter Spielleiter. Charaktersheet. Ah. Was? Auch mein PDF mag sich gerade auch nicht richtig öffnen. Ja, genau, der Oblivion Sight war es, genau. Und dann mache ich dir jetzt auch noch, für dich gucke ich nochmal genau nach, wie es funktionierte, damit wir den Leuten das auch genau sagen können. Mhm. Moment, wo haben wir es denn? Regelbücher. Übrigens findet ihr das in dem, findet ihr die Regeln für spezielle Oblivion-Kräfte, die wir jetzt irgendwie sagen, in den neuen, noch nicht erschienenen Blood Gods Buch. Da gibt es nämlich einige Oblivion-Kräfte, auf die La Sombra sonst nicht wirklich Zugriff haben, aber also zumindest nur erschwert. Aber ja. Wir sind hier alle voll Special Persons. Und Scarlett wird gerade durchleuchtet. Was denn? Apropos, was hattest du mich gerade noch gefragt? Also nur, dass ich, ob man mir vertrauen kann. Mhm. Gut, das ist jetzt auch eine sehr schwammige Frage, kommt halt drauf an, ne? Kannst du Geheimnisse bewahren? Ja, das definitiv. Bist du für oder gegen die Camarilla? Ich wurde in dieser Stadt gewandelt und habe mich diesen Regeln unterworfen. Und es ist für mich sinnig, die Maskerade aufrechtzuerhalten. Einfach zum Zweck des Überlebens. Was bedeuten dir Menschenleben? Ich halte es für verwerflich, Unschuldige zu verletzen oder zu töten. So, um das mal nochmal kurz zu unterbrechen. Oblivion Sight ist noch aus dem Chicago-Band. also eine ganz normale, auch den La Sombra zugängliche Kraft ging es nochmal um. Nur damit ich jetzt eben keine Scheiße erzählt habe. Ist keine Kosten für dich. Mhm. Und es funktioniert einfach so. Du musst es einfach aktivieren. Wenn du das aktivieren möchtest jetzt, dann wird Ronan, während er dich befragt, allerdings etwas wahrnehmen können an dir. Okay, gut. Dann machen wir das. Ich möchte gerne Oblivions Zeit benutzen. Ja, also während du sie ausfragst, würden ihre Augen schwarz. Und Scarlett kann jetzt deutlich eine Frauengeistergestalt hinter Ronan erkennen. Ah. Und Sam steht daneben und guckt die beiden abwechselnd an, was da gerade passiert. Ja, Sam kann das auch sehen, dass die Augen schwarz werden. Ja. Aber nachdem sie ja das Gelaber mit den Schatten war ja schon was sie überhaupt nicht verstanden hat. Und deshalb. Es sieht zunächst so aus, als ob so kleine, ja, so rauchige. Wie Tinte im Wasser? Genau, rauchige. Dann füllt sich damit der Augapfel auf, bis er völlig schwarz ist. Ron zieht die Brauen zusammen, als er das sieht. Verzeihen Sie, Sheriff, ich war kurz abgelenkt. Was sagten Sie zum Schluss? Sheriff? Es starrt noch einen Moment die Augen an. Wehrt sie dich da gerade ab? Was tut sie? Wendest du gerade deine Disziplin an? Wenn, dann unbewusst. Mir ist da nur gerade etwas aufgefallen, werter Sheriff, und ich weiß, es sieht verdammt gut aus, aber... Oh, das... Ja. Absolut. Aber was mich ein bisschen mehr interessiert, ist, dass sie wohl etwas mit sich rumtragen. Eine Augenbraue wandert hoch. Ja, ich habe ein ganz schön schweres Gewissen. Oh, wenn ich das Gewissen sehen würde, ich glaube, dann würde ich die Augen nicht mehr öffnen. Der Geist wird jetzt übrigens von deinen Augen... destabilisiert sich und fährt Ronan quasi durch die Kleidung. Wo hat Ronan den Flock hingesteckt? Ja, da an die Stelle. Und ja, verschwindet dann. Gut, dann würde ich auch kurz mal den Kopf so schütteln. Und ich denke, dann werden die Augen auch wieder normal. Das war creepy. Was genau? Was war das? Ich guck ganz... was? Deine Augen? Sind schwarz geworden. Oh wirklich? Ja. Ich sehe mich halt selber nicht. Sorry. Und du hast mich angestarrt. Darüber sollten wir vielleicht später nochmal reden. Sam, ich glaube, sie ist, soweit man das sagen kann, vertrauenswürdig. Ich weiß ja nicht. Oder ich weiß es nicht, werter Sheriff, ob es sinnvoll ist, etwas zu erörtern, was sie offenbar belastet. In aller Öffentlichkeit. Das ist totale Verwirrung. Mich belastet eine Menge. Du siehst Sam ganz heftig nicken. Es scheint Ihnen nicht bewusst zu sein, oder? Ich würde... Ich würde gerne jetzt mal einen Wits-Insight-Wurf machen, ob ich sehe, also ob ich irgendwie eine Resonanz kriege, dass er vielleicht weiß, was ich meine oder es nur überspielen möchte. Mhm. Das Geile ist, Ronan kann alles durchgucken, aber er kann absolut nicht lügen. Die Frage ist, ob Ronan sich gerade bewusst ist, auf was sie anspielt. Nein. Nein. Okay, gut. Woher? So, und... Ah, Blutzauberei, so trifft auf Oblivion. Das wird ja toll. Ich freue mich. Es rollt, es wartet. Reicht es? Du bist schon wieder gemutet. Kannst du mit Willpower 2 wiederholen, wenn du magst. Also würde das theoretisch jetzt schon reichen, oder? Muss Ronan entscheiden. Er guckt dich sehr verwirrt an. Okay, gut, dann atme ich so gespielt einmal tief durch, so. Ich erkläre Ihnen nachher mal was, wenn wir unter 4 Augen sind. Mir muss ja niemand was erklären. Ich weiß nicht, ob es ihm gefallen würde, wenn du es wüsstest. Sie. Sind wir eigentlich per Sie oder per Du? Ich meine, Sie sind die Harpie, Sie sind der Sheriff, Sie sind ein Primogen. Und wenn du mir noch einmal Sie zu mir sagst, hau ich dir eine runter, Kleine. Alles klar, du. Diese Harpier-Sache habe ich auch nicht ganz freiwillig. Nicht wahr? Wird er den Ellbogen so leicht in die Seite rammen. Old Lang Syne. So wie es euch am liebsten ist. Ich habe es nicht so mit Förmlichkeiten. Ich bin Ihre. Oh. Könnte ich bitte jedes Mal $100 dafür haben, wenn du diesen Satz sagst? So, Bruce und ich gehen jetzt, dann lassen wir euch allein, dann könnt ihr eure Geheimnissachen besprechen. Ja. Ich denke nur an ihn. Wow, das ging aber schnell. Rührend. Was Jelly wohl dazu sagen wird? Oh, finsterer Blick, finsterer Blick, finsterer Blick. Finster. Amateurfinsterer Blick. Ja, lässt Sam die beiden alleine, dass sie das besprechen können, oder? Ja. Dann? Setz mich da draußen irgendwie auf die Türschwelle oder so. Ich gucke mich dann einmal so um, gucke so, dass wir wirklich unter 4 Augen sind und... Du wirst von einem Geist verfolgt. Du atmest nicht mehr, du kannst nicht mal husten. Reflex. Von einem Geist. Von einem Geist, ja. Eine Frau. Oh, Scheiße. Also, so schlecht sah sie nicht aus. Wie sieht sie aus? Ich würde jetzt 1:1 die Beschreibung wiedergeben, wie ich sie gesehen habe. Ja. Wen beschreibt sie da? Ja, deine Frau. Scheiße. Kennst du dich mit geister-ektoplasmischen Phänomenen und diesem ganzen Kram aus? Sagen wir so, ich habe in den letzten Jahren viel darüber gelesen. Aha. Aber Geister per se habe ich noch nicht beschwört, falls das deine Frage ist. Das ist gut. Das ist auch verboten. Du hast ja auch keinen sizilianischen Akzent. Hoffe ich. Nein. Nicht, dass ich einen erkennen würde. Und jetzt? Ich hielt es nur klug, es dir zu sagen. Und das alleine. Ich weiß nicht, wie du zu den anderen stehst. Deswegen, jetzt kannst du entscheiden, was du mit dieser Information machst. Na toll. Darf ich fragen, wer diese Frau ist? Sie war meine Frau. Mein Beileid. Sie wurde ermordet. Autsch. Und deswegen bin ich jetzt mehr oder weniger das, was ich bin. Oh. Vor einiger Zeit habe ich in okkulte Schriften geblickt und von dem Zeitpunkt an habe ich gelegentlich den Geist meiner verstorbenen Frau gesehen. Hm. Und ich dachte, das wäre jetzt weg. Nein. Sie ist immer noch bei dir. Scheiße. Ist in die Seite gefahren. Genau genommen, als ich sie unter die Lupe genommen habe, hat sie sich zurückgezogen. An deine Seite. Dorthin ungefähr. Oh, Scheiße. Sam! Sam? Hm? Seid ihr fertig? Können wir los? Cranra verfolgt mich noch. Hm. Und scheinbar, pfup, zieht den Flock raus, wohnt sie da drin. Okay. Jetzt, wo Ronan den sie auch in der Hand wiegt, der ist sehr leicht. Ein Flock. Scheinbar haben wir hier jemanden, der sich gut mit okkulten Dingen auskennt. Genau das, was wir brauchten wir noch. Als ob der Spielleiter das so gedreht hätte. Also Ronan schaut dann mal zu Scarlett, schaut dann nach oben. Okay, Gott. Kapiert. Ich höre auf zu jammern. Danke. Jetzt wird sie auch noch gläubig. Naja, ein La Sombra, der euch zum Glauben bringt, ist doch gut. Oh, sehr schön. Das Versprechen wirklich anhält. Ich glaube noch nicht dran, Ronan. Gehen wir. Heißt das, ich komme mit? Nein, ich erschieß dich jetzt und vergrab deine Leiche. Schade. Hat mich halt schon funktioniert doch nicht wirklich. Kommt auf die Munitionsgröße an. Hm. Davon hast du neulich nichts gesagt. Shotgun geht immer. Ah, hat bei John auch nicht hingehauen. Er hat ja auch nicht in den Kopf geschossen. Guter Punkt. Er lächelt. Oh, da fühle ich mich gleich viel sicherer, werter Sheriff. Wo wollt ihr denn hin? Ich in den Club. Also ich müsste eben ins Büro, damit ich hier offiziell auf offiziellen Briefpapier, keine Ahnung, der gute Sheriff kann mir sicher sagen, wie so eine Vorladung aussehen sollte. Und dann, was weiß ich, setzen wir eine Frist von binnen 72 Stunden oder so. Mhm. Hast du eigentlich den Flock genommen, Sam? Oder hat der Ronan den jetzt nur so hochgehalten? Ich weiß nicht, ob Ronan ihn wieder direkt eingesteckt hat. Also er hat ihn jetzt erstmal eingesteckt, weil er sich jetzt nicht, also er würde ihn dir vermutlich vor Ort geben. Ich hätte Interesse daran, ihn zu nehmen, theoretisch. Ja. Aber wenn da deine Frau drin wohnt, dann also entscheide du, ob du ihn wieder einschickst oder mir gibst und ihn fragst, ob ich ihn haben möchte. Ich hätte dich normalerweise gefragt, ob ich ihn haben kann, aber jetzt mit dem, ja, sie ist da drin, ist es wieder was, wo ich sage. Eigentlich solltest du den haben. Aber irgendwas wird es wohl zu bedeuten haben, warum Kendras Geist da jetzt mit drin verbändelt ist. Ich würde ihn eigentlich gerne nehmen, aber wenn Kendra... Ich weiß nicht, wer von uns beiden ihn haben sollte. Wenn du sie jetzt auch siehst? Ich habe sie noch nicht gesehen. Das wäre mal interessant eigentlich. Dann würde ich ihn in die Hand nehmen. Ja, als wenn Sam den Flock in die Hand nimmt. Ronan hat Sense the Unseen. Mhm. Hat Scarlett das auch? Ja. Und Samantha hat das auf jeden Fall auch. Dann könnt ihr alle so ein Flirren um diesen Flock wahrnehmen. Und dann macht es einmal kurz Klack und der Flock bricht in zwei Teile in der Mitte. Und da drin befindet sich eine Papierrolle. Greifst du danach? Ja. Dann greife ich nach deinem Handgelenk und drücke zu. Das ist so dieses, es ist was Geheimes, zack. Ja. Aber wie gesagt, ich packe dein Handgelenk. Wir brauchen dich bei klarem Verstand. Und dann würde ich die Schriftrolle nehmen. Dann schau du zuerst drauf. Nicht hier. Ich muss ja nicht bei klarem Verstand sein. Ronan ist wichtiger. Aha. Ronans Verstand ist wichtig. Mhm. So. Ja, also ein Schriftstück. Ich kann dir das mal gerade schicken über Skype. Warte, Moment. Habe ich es gespeichert? Da. Heute überziehen wir aber ein bisschen. Hm. Ja, lässt sich leider nicht vermeiden, aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm für. Aber wahrscheinlich musste keiner von euch arbeiten, hoffe ich, oder? Ja, alles gut. Schon, aber nicht früh aufstehen. Oder? Ich habe immer noch unbegrenzte Zeit. Die Leute freuen sich, wenn wir ein bisschen überziehen, bestimmt. Ja! So. Ist das angekommen? Ja. Gut. Sam würde sich mal wegdrehen und ein paar Schritte weglaufen und dann den Brief lesen. Ein Kreuz, wenn man neugierig ist. Ja, das kann das dauern. Der ist etwas länger. Was macht denn, wir können ja mal kurz zu Bruce rüberschalten. Die kommen an dem Motel an. Was besonders ist gerade an dem Motel, was Bruce sofort auffällt, ist das, weil der guckt ja gerade wahrscheinlich nach allem möglichen Scheiß, was auffällig ist. Auf dem Parkplatz des Motels steht ein unglaublich schrottig aussehendes Fahrzeug. So eine eingedöllte Motorhaube und so. Und eigentlich, also das, entweder hat es da irgendeiner abgestellt, weil es nicht mehr fährt, oder wie ist es überhaupt dahin gekommen? Es ist einfach, naja, die Reifen sehen noch in Ordnung aus, es hat auch noch ein Kennzeichen, aber es ist eigentlich ein ja. In Europa würde das wahrscheinlich schon nicht mehr fahren. Damals kann ich das ja noch, Europa. Ja, eben. Ja. Ja, deswegen, das fängt auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit, weil das so auffällig ist, so weird. Anna? Ja? Nämlich paranoid. Aber findest du dieses Auto nicht irgendwie auch schrottig? Irgendwie auffällig, aber ja, genau das ist es. Ich meine, halt ein kaputtes Auto. Nein, ich meine, wenn die hier wären, in der Stadt, du weißt jetzt schon. Ja. Dann würden die ja vielleicht, ich weiß nicht, wie die denken, sich ein Zimmer außerhalb der Stadt nehmen, versuchen eine so schrottig unauffällige Karre zu nehmen, im Gegensatz zu den anderen, die sie hatten, ich erinnere mich an den Van, dass das schon nicht auffallen sollte, wobei der schon sehr auffällt, aber ich, weißt du, was ich meine? Du meinst, sie versuchen mit dem da nicht aufzufallen? Aber es ist dieses so auffällig, dass es wieder unauffällig ist. Guck dir das Ding nochmal an, es hat eine verbeulte Motorhaube. Ja, das ist richtig. Ich guck mir mal die Motorhaube an. Es ist wirklich so ein Blüm. Ja, wenn man sich die genauer anguckt, siehst du da, als ob da jemand halt, also so 2 Füße, 2 Hände. Das ist interessant, dass du ansprichst, das schaut aus, als ob da jemand draufgeschlagen wurde. Guck dir, da. Arme Beine. Wirf mal eben. Ciao, Cyrus. Du hast wahrscheinlich recht. Ich übertreibe vielleicht. Wir nehmen jetzt ein Zimmer. Und dann ja. Darfst du gerne am Fenster stehen und gucken, ob jemand zu diesem Auto hingeht. Ja, und keine Ahnung. Vielleicht treffe ich ja. Ich weiß, du weißt ja, wie die aussehen. Ich stelle mir die so ein bisschen priesterartig vor. Vielleicht kommt da ja jemand raus oder so. Aber gut, ja, machen wir es. Okay. Komm, einfach rein. Wir können Brujah und Chat auch raus. Miau. Ja, ich weiß. Ja, also Boogie schießt da quasi raus wie so eine Rakete aus dem Ding, während Chat da irgendwie noch drin sitzen bleibt. Ja, wahrscheinlich stimme ich. Das ist so ein Zimmer, einfach nur die Sporttasche so auf dem Boden. Oh, lass mich so aufs Bett fallen, so mit Kopf auf die Bettdecke. Oh, so eine Scheiße. Oh, gut. Bruce, wie wär's, wenn wir erstmal damit anfangen, die Fenster abzudichten? Ja, gute Idee. Aber wir sind hier in Amerika, ne? Die haben keine Rollläden, ne? Ah, verdammtes Amerika. Ja, dann Fenster abdichten. Die haben auch keine Kippfenster. Komisches Völkchen drüben. Und keine Haarmilch. Das geht zu weit. Nein. Ich würde dann natürlich Fenster so weit abdichten, das bin ich ja nur im Auge gewohnt. Wahrscheinlich erstmal mit. Ich habe auch diverse Decken und so ein Zeug mitgebracht. Womit wir die auch wahrscheinlich dann bei uns in der Bude abgedichtet haben und so. Ja, und dann mache ich das eben. Hey, Bruce, auf die alten Zeiten. Lass uns im Bad schlafen. Vertrau dem Deckenkonstrukt, was du da machst, nicht. Okay. Das Bad hat kein Fenster, von daher. Das stimmt wohl. Ja, dann kram ich nochmal so. Ich werde diesen Futtersack da abgelegt haben irgendwo. Kram ich da einmal so, nimm so eine Handvoller mit. Und ihr beiden kommt mal mit. Komm. Ja, und dann. Boogie kommt sofort, Chat sitzt immer noch in dem Ding drin. Ist mir egal. Ist ja nicht meine Katze. Ja, und dann, so machen wir es. Wenn das Ganze vorbei ist. Ein paar Tage nur hier. Aber das Geld reicht für genau 4 Tage. Ich habe ja nur mal gute Freunde hier. Vielleicht kriegen die auch noch ein paar Dollar zusammen. Sonst frage ich Ronan oder so. Vielleicht, keine Ahnung. Sicher, wir fragen den Sheriff, ob er uns ein bisschen Knete leiht. Ich weiß, dass da Vorbehalte eventuell, aber ich traue diesem Mann mit Abstand am weitesten hier. Außer den Leuten, die ich sonst noch kenne, außer der Knutzeln und so, aber von den Vampiren hier mit Abstand. Das heißt noch lange nicht, dass er uns Geld gibt. Ja, die paar Dollar bitte wohl haben. Wenn nicht, dann frage ich irgendwen anders. Ist mir viel Geld hat Ronan auch sowieso nicht. Das ist mir total egal. Aber trotzdem. Ist auch egal, das kriegen wir auf jeden Fall hin. 3-4 Tage erstmal, vielleicht auch eine Woche, dann war es das auch. Ich will nur absolut sicher gehen, dass wenn die da sind, sie keinen finden oder so. Ich hoffe, du verstehst das. Bitte, denk nicht schlecht von mir. Aber das, was ich am allerwenigsten will, ist, dass die dich finden. Schau sie so sehr mich an. Du weißt, dass du das Wichtigste bist für mich. Das Gespräch hatten wir schon mal. Mhm. Kraut dir so ein bisschen Bart. Der zollige Bart, so kurz ist überall rum. Ja, ich weiß. Gut. Wie soll ich das denn sonst ab dich dann? Du bist ja die Expertin anscheinend. Ich stehe so davor, habe irgendwie nur so die Decke einfach so über das Rolloder gehangen. Das ist nicht vorhandene Rolloder, diese Fenster, Sims, wie auch immer. Ja, während ihr da am Fenster herumwerkelt, switchen wir wieder rüber irgendwie zu den Ronan und Scarlett. Die Sam über die Schulter schauen. Also Ronan sagt dann auch so leise so auf Latein dann auch tatsächlich, ich überfluche meine Neugier. Ja, ich denke, Latein wird Scarlett verstehen. Sam allerdings nicht wahrscheinlich. Obwohl, ein bisschen. Ich muss den Brief nachher in Ruhe lesen. Es ist mit der Schriftart ein bisschen schwierig gerade. Tja. Ich würde den wahrscheinlich einfach irgendwann wieder zusammenrollen und sagen, ich muss den nachher in Ruhe lesen. Ich muss mich dazu hinsetzen. Da standen jetzt aber keine komischen Zauberformeln drin, die du hättest sehen können, oder? Ich habe bisher nichts gesehen, was aussieht wie eine Zauberformel. Aber er ist privat? Ronan, lass ihn mich in Ruhe lesen. Gut, dann mache ich halt das, was ich am besten kann. Lass uns erstmal von hier. Wir müssen uns erstmal um diese Vorladung für Adam kümmern. Ich glaube, dieser Brief läuft natürlich jetzt nicht weg. Natürlich, Frau Harpier. Und während Ronan und Sam sich kabbeln und einen Brief aufsetzen und Scarlett sehr interessiert daneben steht und alles beobachtet und Bruce mit Anna an einem Fenster herumwerkelt, verlassen wir dieses Szenario für heute und schauen in 2 Wochen wieder rein. Heute ist viel passiert. Oh. Ja. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja. Und ja, ich habe mich schon den ganzen Tag darauf gefreut gehabt. Wenn ihr Tier 3 auf Patreon seid, könnt ihr den Brief, den Sam gekriegt hat, auch lesen. Der sollte inzwischen auch da hochgeladen sein. Gut. Und ja, schon zu Ende. Ja, wir haben ja auch schon früh angefangen, Saiki. Ja. Gut. Und außerdem muss Sam jetzt ganz in Ruhe den Brief lesen. Ja. Und ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht euch da draußen. Ich denke mal, dass, weil ihr noch so viele seid, dass das wohl der Fall ist. Freut mich immer, auch danke für den angeregten Chat, für den Raid und auch für die 2 Leute, die heute den Koala gekrault haben. Sehr, sehr cool. Und ja, in 2 Wochen geht es hoffentlich weiter. Und ja, wenn ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel und sagt, ich will aber, dass es weitergeht, dann schaut doch mal auf dem Nerdpol vorbei. Über der Sam ist die Adresse die ganze Zeit eingeblendet gewesen. Da könnt ihr euch mal umschauen. Heute waren da, glaube ich, 8 Streams oder so eingetragen. Also jede Menge Zeug. Und jetzt gerade, wo ihr sowieso alle zu Hause wahrscheinlich rumsitzt und wenig zu tun habt, ist es doch genau die Zeit, wo ihr euch Streams anschauen könnt. Ja, und wer nur jetzt neu reingeschaltet hat und nicht genau weiß, worum es geht, vielleicht holt ihr den Rest der Staffeln auch nach. Es sind auch nur 30 Folgen vorher. Aber ich habe mir sagen lassen, die sind sehr kurzweilig. Genau, Saiki arbeitet im Homeoffice. Ich denke, das tun dieser Zeit sehr viele Menschen. Genau, da aber kann wenn man, du im Homeoffice bist, dann fällt dir unter Umständen ja schon An- und Abfahrtszeit weg. Also ein bisschen Luft gewinnt man ja. Ja. Genau. Ja. Wann gibt es denn das nächste Mal was mit Rerion zu sehen? Gut, dass du fragst, Koali. Wo bin ich? Kommt ein bisschen drauf an, theoretisch morgen, weil das Grauen von den Sternen bei Mischka weitergehen soll. Wenn da alle können, sollte das tragischerweise nicht stattfinden, dann geht es am Dienstag bei mir weiter, wo es dann auf meinem Kanal Call of Cthulhu gibt mit dem Orient Express. Alles klar, ich habe euch ja gerade auch die Links geschickt, wo ihr den Rerion findet. Also schaut mal vorbei beim Rerion, wenn ihr Cthulhu mögt. So, und Caco. Ja, tatsächlich, da leider in den Tagen es davon ausgefallen ist, müssen wir jetzt nochmal nach neuen Terminen schauen. Also wie es da weitergeht und wann, wissen wir leider noch nicht. Und tatsächlich die nächste Runde wäre offiziell erst am 15. April, weil andere Runden, die verloren und so weiter, haben wir noch keine Termine. Da müssen wir nochmal schauen. Aber ich werde die Tage aufgrund viel Zeit gerade immer mal wieder das dann auch im Nerdpool ankündigen, auf Discord. Und auf meinem Instagram-Account mal wieder so kleinere Sabbel-Streams machen für Leute, die Redebedarf haben eventuell. Oder Lust haben, Miniaturen mit mir zu bemalen. Ich habe überlegt, so ein paar Mal-Sessions zu streamen. Ja, und ansonsten, wenn ihr wissen wollt, was ich so für Filme gucke und wie ich die bewerte, dann könnt ihr auch gerne auf Instagram vorbeischauen. Verrätst du denn auch den Namen von deinem Instagram? Der ist genauso wie hier der einzig wahre Caco natürlich, weil alle anderen sind fake. Es muss der einzig wahre sein. Muss das hier mal in den Bot auch einpflegen. Ja. Ansonsten ist der auf jeden Fall auf der Homepage vom Koali. Da könnt ihr das auf jeden Fall nachgucken. Ja. www.derkoali.de findet ihr den Caco oder Cast und da ist Instagram vom Caco auch verlinkt, genau. Richtig, ja. Ihr solltet da generell mal vorbeischauen auf der Homepage, die ist nämlich sehr cool. Ja, danke schön. Ja, und unser Neuling Mondschatten, wo sieht man dich demnächst mal? Das wäre dann in der Dark Ages Runde von Rerion. Am 30. März. Oha. Mhm. Also wieder voll im Vampirfieber. Spielst du da auch einen La Sombra? Oder darf man das noch nicht verraten? Kommt jetzt auf meinen Spielmeister drauf an. Ich würde die Leute sich überraschen lassen, weil es ist nicht das, was man erwarten würde. Das kann ich schon mal sagen. Oh ja. Yeah. Okay, dann sind wir da alle sehr gespannt. Ja. Ansonsten schaut ihr auch mal hier, da habe ich euch ja alles verlinkt, wo ihr Mondi findet. Schaut ihr auch mal auf YouTube vorbei. Da gibt es lustige Streams und Videos von Mondi mit unterschiedlichen Games. Sehr ulkig auf jeden Fall immer. Ja. Und last but not least, Feramin. Ja, mein Terminkalender sagt mir aktuell auch, dass das nächste Mal, dass ich spielen darf, der 30. bei Rerion Dark Ages ist. Aber vielleicht, nachdem ja es Leute gibt, die ein bisschen mehr Freizeit bekommen haben, vielleicht ergibt sich ja vorher noch irgendwas. Es könnte sein, dass da irgendwelche gewissen Dinge im Hintergrund laufen, wo vielleicht noch spontane Runde aufpoppt, die aber mit Sicherheit dann auch über den Pool angekündigt wird. Also haltet die Augen offen. Ja. Beziehungsweise es wird dann auch, also ich twitter ja im Normalfall auch, wenn die Runden über Twitter angekündigt werden, gebe ich das ja im Normalfall weiter. Ja, cool. Ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Cool, dass ich hoffe, Mondschatten bleibt jetzt auch hier. Wir haben sie nicht direkt vergrault. Nein. Und der Igel wohnt jetzt hier. Die La Sombra wohnt jetzt hier. Ja, und ja, vielen Dank da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr das später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Kommentar. Liebe Grüße an Lilio und Araiguma oder Willkommensgrüße für Mondi oder sonst irgendwelchen Zeug. Wir freuen uns über jeden Kommentar, den wir kriegen. Ich reiche die, wenn ich sie denn entdecke, auch immer weiter. Manchmal macht YouTube komische Sachen, löscht Kommentare oder benachrichtigt mich nicht. Da müsst ihr das ein bisschen nachsehen, aber eigentlich, sofern ich das mitkriege, kriegen meine Spielerinnen und Spieler immer alles mit oder weitergeleitet. Ja. Wenn euer Kommentar von YouTube gefressen wird, auf Koadis Homepage findet man, glaube ich, auch den Link zu seinem Discord. Dann dürft ihr den Kommentar dort natürlich auch nochmal direkt dort hinterlassen für uns. Genau, ja. Da kann man sich natürlich auch anmelden und da ein bisschen herumstromern und lustige Essens- und Koala-Bilder gucken. Geht der Stream auch? Was für ein Stream? Steam. Also Steam. Steam kann man Mondi, Mondi hat ihren Steam-Account gerne. Ja, kannst du sie adden? Ich glaube, so ist das gedacht, wenn man das teilt. Ja. Ja. Der Saiki ist auch ein ganz netter. Bup, bup. Er spielt so Dead by Daylight, also so habe ich ihn kennengelernt zumindest. Solchen Kram. Dafür kann er ja nichts. Nee, der ist ganz nett. Ich habe gesehen, als ich den das erste Mal gesehen habe, hatte er keine Facecam und inzwischen hat er eine Facecam. Das war sehr ulkig, weil ich mir ihn ganz anders vorgestellt hatte. Aber naja, so ist es halt. Gut, ja, wir schwatzen um den heißen Brei herum. Ich schau mal, ob wir das jetzt von der Zeit her noch hinkriegen, für die Patrons noch hintereinander gleich eins aufzunehmen. Das ist immer so eine Sache, aber wir haben ja heute dafür ganz lange gespielt. Mal schauen, ob wir das noch hinkriegen oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Carpe Noctem und so.